Das war jetzt auch schon der Höhepunkt für heute, ehrlich gesagt. Ja, und danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Was, es ist schon vorbei? Ja, irgendetwas Seltsames ist vorgegangen. Nein, es ist tatsächlich so, dass ihr keinen Zeitverlust erlitten habt, sondern es ist unsere Halloween-Folge, die jetzt ultimativ bevorsteht. Und ich werde die gesamte Zeit versuchen, mich zusammenzureißen und nicht auf diesem Ding, was ich da hier neben mir stehen habe, dauernd rumzuhauen. Um den Gesprächsfluss. Aber was ich machen könnte, ist damit, ich könnte immer dann, wenn jemand von euch zu lang redet, wie das Orchester bei der Oscarverleihung, dann da so draufhauen. Das ist gut. Ja, aber das müssten wir bei dir ja dann auch können. Ach so, ja, das stimmt. Nein, dann bräuchte jeder von euch eins. Nein, das geht leider nicht. Nein. Nur ich darf es haben. Heute bei mir. Mir darfst du ruhig, heute ja. Bei mir Alexa und Alexander Waschkau. Einen Moin. Wunderschönen guten Abend. Und Lydia Benecke. Hallo. Bernd Harder. Hallo. Holmgero Hümmler. Hallo. Und zum ersten Mal dabei hier drüben Tom Pedal. Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Mit dir müssen wir auch dringend beginnen, denn du musst uns tatsächlich sagen, was zum Teufel machst du und wie viel Zeit deines täglichen Lebens geht dafür drauf? Erzähl doch mal bitte. Also zunächst, es gehen ein paar Stunden am Tag schon, können draufgehen, wenn wir paranormale Untersuchungen gemacht haben. Ansonsten so 2 Stunden am Tag. Wir untersuchen paranormale Phänomene, gehen Mythen und Geschichten nach und versuchen auch Menschen zu Hause zu helfen, wenn sie über paranormale Phänomene sich darüber äußern, ob sie Angst haben und versuchen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber in erster Linie ihnen die Ängste zu nehmen und aufzuklären. Und ich meine, das ist wahrscheinlich die Frage, die erste Frage, die alle hier auch im Chat jetzt haben. Wie sieht euer Auto aus? Habt ihr auch so viel Equipment? Tragt ihr alle so lustige Overalls? Bitte erkläre dich. Und wer ist wir? Ja, stimmt, genau. Wir. Und wer ist wir? Wir ist ein 13-köpfiges Team inklusive eines Hundes. 13? Und 13. Okay, das heißt, wenn so eine liebenswerte Oma in ihrem kleinen Hexenhäuschen da ein Problem hat, dann kommen da so 14 Mannschaftswagen an und dann rennen 13 Leute. Nee. Keinesfalls, nein. Je nachdem, wie groß so eine Wohnung ist, natürlich 2 oder 3 Personen allenfalls. Okay. Immer der Größe angemessen. So. Und die anderen warten stumm draußen. Ja, nicht direkt, eher zu Hause. Ach so, okay. Und das reicht mir alles nicht als Info. Jetzt erzähl, wie geht das? Da ruft dich, also ihr werdet angerufen oder du kriegst irgendwas mit und dann fährst du hin? Ja. Oder? Irgendjemand meldet sich per E-Mail oder per Telefon bei uns. Dann führen wir ausführliche Gespräche. Oftmals erklären sich diese Phänomene ja schon während eines Gesprächs. Es gibt so viele Gründe dafür, dass so ein Spuk entsteht, beziehungsweise was jetzt rationale Gründe sind, um den zu erklären. Und wenn dann noch etwas zu klären ist, fahren wir meistens zu 1 oder 2 Personen, zu den Personen raus, zu den Klienten und führen ein ausführliches Gespräch. Und teilweise während des Gesprächs finden wir schon wieder irgendwelche Gründe, um diesen Spuk zu erklären. Und erst danach würden wir vielleicht mal vor Ort aktiv werden. Kannst du mal so ein paar klassische Gründe nennen, Tom? Wann es kein echter Spuk ist, wo ihr sagt, da kann man im Gespräch schon was finden? Beispielsweise, wenn Leute sich noch in tiefer Trauer befinden. Mhm. Die wünschen sich halt noch Kontakt zu ihren verstorbenen Liebsten. Oftmals steigert sich so weit, dass sie wirklich noch diese Personen sehen, dass sie bei ihnen auftreten. Mhm. Wir unterhalten uns dann mit denen. Und in erster Linie, wenn wir feststellen, dass noch so eine tiefe Trauer vorhanden ist, dann empfehlen wir in erster Linie eine professionelle Trauerberatung, also eine Aufarbeitung. Oder halt auch örtliche Gruppen aufzusuchen, wo auch so Selbsthilfegruppen, beispielsweise bei verwaisten Eltern oder dass sie sich mit Gleichgesinnten austauschen. Und das hilft oft. Und dann nimmt der Spuk auch ab. Also wir sehen gar nicht wirklich eine Notwendigkeit, vor Ort tätig zu werden. Okay, und dann hast du aber diese kleine Brücke ja immerhin gebaut. Du hast gesagt, erst danach werden wir vor Ort tätig. Das ist eigentlich das, worauf ich seit einer halben Stunde hin will, ganz ehrlich. Ja, das andere finde ich alles sehr löblich. Aber jetzt kommt der Punkt, wo du diese blinkenden Geräte rausholst und dann Worte sagst, die keiner versteht. Sowas. Ja. Was zum Teufel ist das? Was macht das? Und erinnere ich mich noch an die letzte halbe Stunde jetzt? Ja, so in etwa.
Wir machen in erster Linie dort Tonaufnahmen und Fotos oder Videos in verschiedenen Lichtwellenbereichen. Mehr nicht. Mit diesen Geräten Ja. arbeiten wir so gut wie gar nicht in Privatwohnungen oder in bewohnbaren Gegenden, weil diese Geräte sogenannte EMF-Messgeräte sind und lediglich das Verändern oder das Auftreten eines elektromagnetischen Feldes registrieren können. Das hat nichts mit Geistern zu tun. Okay. Das sind also Geräte, die man auch anderweitig in der Forschung verwenden würde, nehme ich jetzt mal stark an. In der Oder? Forschung weiß ich jetzt nicht. Also die Oder? sind erstmalig halt durch Großhandelsserien ins Spiel gekommen. Du kannst die Dinge auch im Baumarkt kaufen, so quasi um Leitungen in der Wand zu Ach, das finden. ist das. Ah, okay, das kenne ich So sogar. grob ungefähr. Okay. Sowas in die Richtung sind das. Gibt's denn also, ja, bitte? Werden leider oft als Geisterfindgeräte deklariert, dass Leute sagen, wenn die Dinger aufleuchten, dann haben wir hier einen Geist gefunden, was natürlich völliger Blödsinn ist. Das heißt, das Einzige, was die gefunden haben, ist eine Stelle, wo man besser kein Bild aufhängen sollte. Wenn man So in etwa. einen So Nagel in etwa. einschlägt und vielleicht einen Hammer Ja. aus Eisen hat, ohne Handschuh. So in etwa. Okay. Weil das sind Sachen, die die amerikanischen Ghost Hunter bis heute gerne benutzen. Ne? Wir kommen vielleicht nachher noch zu anderen Unterschieden zwischen Ausland und Deutschland. Aber so generell haben euch diese Amerikaner angefangen hier mit Tabs und so sehr beeinflusst, oder? Die Szene in Deutschland. An sich ja. Also Claudia und ich sind ja 2010 Ghost Hunter geworden, mehr durch Zufall, weil wir auf ein anderes Team gestoßen sind. Und 2012 haben wir unser eigenes Team hier in Wuppertal gegründet und da wurden ja diese Geräte schon eingesetzt. Die sind in erster Linie wirklich in amerikanischen Serien aufgetaucht, die Tabs. Werden aber auch grundsätzlich überall auf der Welt, auch in Deutschland, sehr gerne genutzt. Wir Tabs stehen müssen da wir, glaube ich, mal mittlerweile sehr erklären. skeptisch Ja. gegenüber. Genau, Tabs, The Atlantic Paranormal Society, die Serie Ghost Hunters in Deutschland. Ich weiß nicht, ab wann die in Deutschland gelaufen ist, aber die gibt es, glaube ich, generell seit 2004, wenn ich das Ja, richtig in ich Erinnerung glaube habe. Und in den 2008. USA, ja, und halt super erfolgreich in den USA. Also die rücken wirklich mit so dunklen Autos an und gehen in Hotels, wo es spukt und bauen da ihre Geräte auf und machen die Untersuchungen und also man muss das natürlich irgendwie als Unterhaltungsserie auch verstehen. Das ist natürlich auch so geschnitten und aufbereitet. Und es gibt, meine ich, auch Fälle, wo schon rausgekommen ist, dass da teilweise so ein bisschen nachgeholfen Ja, wer wurde. hätte es gedacht im Fernsehen? Ja. Verrückt. Ja. Ich meine, ich habe Also mit ab der Fernsehen nichts zu tun, zweiten. aber. Also nochmal zu Tabs. Ab der zweiten Staffel ist es belegt, dass gefaked wurde. In der ersten Staffel nicht so sehr, aber ab der zweiten Staffel. Und das war halt mehr so der Quote geschuldet. Weil Okay. natürlich, wenn irgendwas passiert, hast du mehr Zuschauer. Und ich glaube, es gibt 10 oder 12 Staffeln von denen. Eine Frage noch zu dir, Tom, bevor wir zu, würde ich jetzt einfach sagen, dem natürlichen Fressfeind Bernd Harder kommen. Hier fragt jemand im Chat, was machen Ghost Hunter im richtigen Leben, beziehungsweise kann man davon leben? Wir verdienen ja an den Klienten keinen Cent. Wir verdienen im Grunde gar kein Geld, bis auf vielleicht 70 € im Jahr durch unseren Podcast oder YouTube-Channel. Das ist alles, was wir verdienen, 70 €. Und damit unterhalten wir ungefähr unsere Webseite. Ach du Scheiße, okay. Das heißt, es ist ganz wichtig, also dein Team, erstmal kann man ja sagen, Tom, nimmt keinerlei Geld. Ihr beratet Menschen, die kommen Hilfe suchen zu euch und ihr macht das, weil ihr meint, dass das gut und richtig ist, was ihr macht. Ich finde es enorm wichtig, dass einfach den Leuten geholfen wird, dass den Leuten die Ängste genommen wird und aufgeklärt wird. Ja, ich benutze mal ein Wort aus diesem Verschwörungstheorienbereich. Es passiert auch im Ghost Hunting-Bereich, im paranormalen Community so viel Geschwurbel, was da einfach umherschwirrt. Und da muss aufgeklärt werden. Und das versuchen wir eigentlich. Das ist sehr löblich. Dann bist du ja gar kein natürlicher Fressfeind von Bernd Harder. Kommt drauf an. Also ich Bernd frisst alles. Also den Ansatz mit der Beratung verstehe ich, aber wenn du sagst, ihr macht das seit 2010, also hat vermutlich schon relativ viele Fälle, wonach sucht ihr? Was ist ein Geist? Kann ich dir nicht sagen, was ein Geist ist. Es gibt bis zu 8, ich schätze mal ungefähr 98%, ja, 98% kann man rational erklären, was an Phänomenen auftritt. Den Rest vielleicht noch nicht so sehr. Wir versuchen in erster Linie wirklich den Leuten zu helfen, mit ihren Ängsten umzugehen und zu erklären, dass es nicht wirklich immer Geister sind, die da Aber aktiv wa sind. warum nennt ihr euch dann Geisterjäger?
Weil es cool ist, vielleicht mal? Was ist das für eine Frage? Die Frage allein. Das ist so Bernd Haderhaft. Na gut. Ja, das bisschen, aber ich übersetze dieses Ghost Hunter, es heißt zwar Geisterjäger, aber ich sehe dieses Jagen nicht im Sinne von Erlegen, sondern versuchen, Gründe zu finden in die Richtung eigentlich. Okay. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich hilfreich ist für jemanden, der oder die Hilfe sucht, weil erstmal sind es ja Menschen, die schon daran glauben, dass da ein Geist ist, und dann möchten sie auch nicht die Skeptiker rufen und dann erklärt bekommen, da ist kein Geist, sondern die möchten vielleicht erst einmal jemanden, von dem sie wähnen, er ist auf ihrer Seite. Und wenn dann der Tom und seine Truppe da auftreten und dann aber sagen, wir als Ghost Hunter sagen ihnen, da ist kein Geist, könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist, oder was sagt der Psychologe? Das ist sicherlich so. In dem Moment, also Tom hat ja schon einen klassischen Fall von jemandem, der in Trauer ist, beschrieben. Da möchtest du ja jetzt in dem Fall jetzt keinen Bernd Hader haben, der kommt und sagt, gibt's nicht, haben wir nicht, hier ist der Blog, liest dir das durch, brauchst nicht dran glauben, sondern da hilft es manchmal erstmal, wenn dir jemand zuhört und wenn dich jemand ernst nimmt. Und wir haben ja hier auch schon in unserer Runde in einigen Sendungen zum Beispiel über diese Hypnagogen oder Hypnopompen Halluzinationen gesprochen, also wo du etwas wahrnimmst, was absolut real ist und wo dir das keiner erklären kann. Und wenn du da jemanden hast, der dich erstmal ernst nimmt und dann sagt, haben Sie schon mal daran gedacht, dass es auch das sein könnte, zum Beispiel, dann hilft das sehr, sehr, sehr. Mhm. Nichtsdestoweniger muss man aber auch hier jetzt nochmal sagen, bevor wir jetzt alles ganz über den grünen Klee scheren, Tom, dass ihr so ein bisschen ungewöhnlich seid und euch alle, nicht alle in der Szene mögen, weil ihr tatsächlich einen sehr kritischen Ansatz habt. Es gibt auch andere Ghost Hunter weltweit, aber auch in Deutschland, ne? Ja, und da wir hatten ja im Vorgespräch, im Chat ja schon drüber gesprochen gehabt, dass ich ich stehe zu dem, was ich sage, zu meiner Meinung, aber es kann auch sein, dass ich hinterher von einigen einen drüber kriege. Ja, aber das ist uns völlig egal. Aber ich meine, das ist Tommy vollkommen egal. Umso löblicher, dass du das so machst, wie du es machst. Lydia, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt das Klischee der Klischees bemühe, aber du erzählst ja immer von deiner Kindheit, wenn ich das richtig verstehe, und Jugend in Polen. Ja, da war ich zwar noch 4,5 in Polen, aber meine Family war natürlich auch weiter in der kulturellen Umgebung. Ja, und da scheint mir, da ist das mit dem Geisterglauben jetzt nicht so völlig weit weg, wie es jetzt zum Beispiel mir erscheinen würde. Also, wie ich auch schon in der Folge zu Aberglauben erwähnt habe, gibt es ziemlich verbreiteten Volksaberglauben, der natürlich dann fließend übergeht, auch in religiöse Vorstellungen. Das ist schwierig zu trennen, finde ich, im polnischen Kulturkreis. Und ich weiß schon, dass es viele Geistergeschichten gab, und es gibt auch fast in jeder Familie so Storys, dass irgendwer mal irgendwo einen Geist gesehen hat oder sonst irgendwas Übernatürliches erlebt hat. Das ist irgendwie so der Klassiker. Wobei ich jetzt natürlich auch den Eindruck habe, dass das in ländlichen Gegenden verbreiteter ist als in städtischen, was vielleicht in Deutschland auch so sein mag, glaube ich. Aber auf jeden Fall gab es gerade, als meine Uroma lebte, sehr viele Menschen, die an Geister glaubten, weil die halt auch gerne mal betrunken nach Hause gingen, und dann wurden allerlei merkwürdige Dinge gesichtet, und meine Urgroßmutter pflegte zu sagen, dass es mit dem Alkohol zu tun haben könnte, dass die Männer, wenn sie alkoholisiert nach Hause torkelten, häufiger mal von geisterhaften Wesen irgendwo in Schatten berichteten. Also von daher würde ich schon denken. Und ich habe auch einige Bücher hier, also ich habe eine ganze Buchreihe hier. Von Betrunkenen geschrieben. Geistererscheinungen in Polen. Also wirklich. Also Geistererscheinungen in Polen sind auch als Buchreihe, und zwar relativ vor wenigen Jahren erst erschienen, sehr beliebt. Du merkst, dass sich die Motive immer wiederholen. Es ist die weiße Frau, es ist die schwarze Frau, es ist die schwarze Katze, und es sind halt immer irgendwelche Leute, die ermordet wurden, aber das ist ja nun in vielen Kulturkreisen so. Um jetzt mal hier durchaus eine Lanze für die Anekdotie zu brechen. Heute ist der Tag, weil auch die Halloween-Special-Folge ist, an dem ich wirklich herzlich um anekdotische Berichte bitten möchte. Ich weiß, das
wir normalerweise ein bisschen vorsichtig sind, weil das immer nur ein Ausschnitt und immer nur sehr subjektiv ist. Heute ist der Tag, an dem ich mir wünschen würde, dass der Bernd irgendwann dann sagt, also ich hatte da einmal so eine Begegnung. Ja, das wäre heute okay. Und wir würden dich auch nie wieder drauf ansprechen, Bernd. Das stimmt nicht. Das stimmt und natürlich nicht. In the Ferngespräch stays in the Ferngespräch. Oh ja, ganz sicher. Aber Bernd, ich hatte so eine Begegnung. Ich bin morgens mal aufgewacht und war absolut sicher, dass am Bettrand, also am Rand von meinem Bett, eine Gestalt sitzt. Die war formlos, also es war kein Gesicht zu erkennen, aber aus irgendeinem Grund wusste ich, das ist meine verstorbene Mutter. Und das hat sich dann nach ein paar Sekunden, ist diese Gestalt durch die Wand verschwunden und war weg. Das hast du jetzt einfach so erzählt? Ich habe gar nicht genörgelt. Genau. Und das ist ausnahmsweise tatsächlich mal nicht erfunden, um bei irgendwelchen Gläubigen gut Wetter zu machen. Das habe ich genau so erlebt. Und ich glaube, das ist schon so eine Erklärung, auf die Tom wohl auch hinaus wollte. Das war, wie gesagt, Aufwachphase, noch nicht so ganz bei sich. Vielleicht noch ein bisschen so, vielleicht hatte ich auch nachts von meiner Mutter geträumt oder irgendwas. Und dann kann sich sowas manifestieren. Und das hat sich dann auch genauso schnell aufgelöst, wie ich es gesehen habe. Und dann bin ich richtig wach geworden und dann war es halt wieder gut. Das glaube ich auch. Die klassische Psychologin-Frage, was hat das denn mit dir gemacht in dem Moment? ich fand's klasse, ich fand's faszinierend, aber 5 Minuten später hatte ich es auch wieder vergessen. Okay. Also Moment, aber ich meine, es gibt ja so Dinge, da guckt man einmal hin, weil man irgendwie am Vorabend seinen Kleiderhaufen irgendwie, nicht, dass ich Kleider häufen würde, aber ihr wisst, was ich meine, es kann gelegentlich passieren, dass man die einfach mal irgendwie so auf einem Stuhl irgendwie ablegt, man guckt hin und sagt, ah, da ist jemand, guckt nochmal hin und sieht, ah, es ist ein Stuhl. Aber bei dem, was du beschreibst, das klingt ja eher so wie, ich gucke hin, ich gucke weg, ich gucke hin, sie ist immer noch da, sie ist immer noch da und jetzt geht sie durch die Wand weg. Also, ja, also verschwindet so einfach. Also löst es sich so auf, so wie so ein Nebel, der durch die Wand verschwindet. Aber wie gesagt, wir hatten ja, klang jetzt eben auch schon an, wir hatten ja schon mal das Thema Schlafhalluzinationen, Aufwachphase, Einschlafphase, das, was Tom eben gesagt hat, man hat noch die Erinnerungen an einen geliebten Menschen. Also das ist ja alles nichts Rätselhaftes. Also tolles Phänomen, aber hat Tom ja schon gesagt, hat halt nichts mit Geistern zu tun. Meine Frau hat gerade in den Chat geschrieben, Respekt Bernd, ich habe Tommy kaum jemals so fassungslos erlebt. Mein Innerstes ist gerade komplett entleert. Also ich meine jetzt nicht durchfalltechnisch, sondern es ist einfach, in mir gerade ist nichts. Ich habe kein Geräusch, was ich machen kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig fassungslos. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre vielleicht noch auf diesen Button drücken. Weil ich selber nicht. Das ist unfassbar. Und vor allem, was mir so gut gefällt, ist, dass du es mit dieser Bernhaftigkeit erzählst. Na? Wisst ihr, was ich meine, die anderen? Ja? Du bist der einzige Bernd, der es nicht weiß. Jan, du sagst das einfach so matter of factly. Das muss doch irgendwie, ja, wie Alexander sagt, das, was hat es mit dir gemacht? Es kann nicht sein, dass du da 5 Minuten vergessen hast. Du hast es uns gerade erzählt. Das ist richtig, aber auch nur, weil ich es für irgendeinen Artikel mal aufgeschrieben habe. Ach, jetzt spielst du doch nicht wieder runter. Aber ja, also ja, bitte, Lydia. Naja, wie gesagt, das war ja zu einem, das war jetzt nicht, als ich 5 Jahre alt war, das war ja zu einem Zeitpunkt, wo ich all diese Erklärungen und alles, was Tom eben gesagt hat, schon kannte. Und ich war ja auch selber schon mal mit Großtantergruppen unterwegs. Das war ja jetzt nichts, wo ich da gesessen hätte und gedacht hätte, was zum Teufel war das jetzt? Ja, aber das macht es doch noch extremer. Nö, wieso das, denn? Ja, das Tolle ist, das meinte ich, dass das viele andere Menschen sagen würden, wenn sie ein solches Erlebnis haben, dann hätte das einen tiefen emotionalen Impact, der möglicherweise sogar in ihnen vielleicht sogar eine Überzeugung irgendwo wachsen lassen könnte. Andere Emotionen. Ach so. Ich habe auch studieren müssen, um diese Zusammenhänge zu erkennen. Das ist so groß. Ach so, Emotionen. Ach, das meint ihr, ja. Okay, war mir ein Vergnügen, ja. Warum sind die eigentlich alle Sprüche über mich hier? Ja, es stimmt. Ja, weil dein Name Holmgero Hümmler halt einlädt zu wahnsinnig lustigen Hashtags. Das muss man schon sagen. Also nicht die Holms kreuzen. Meine Fresse. Also was? Baschino on YouTube schreibt, ist Bernd das Brot bernthaftig? Daniel Federkiel schreibt, Bernd so, müssen wir das jetzt schon wieder waschkauen? Habt ihr das schon mal gehört? Wie bitte?
Tja, gleich muss ich jetzt beleidigt sein. Naja, psychologisch in irgendeiner Form aufarbeiten. Holm, du bist so verdächtig still. Wahrscheinlich haust du jetzt auch gleich so eine Berndiade raus, oder? Ich weiß nicht. Also ich hatte entsprechende Berndiaden wären bei mir höchstens in der Kindheit angesiedelt und da ist es, glaube ich, nicht so beeindruckend. Ich hatte ein Erlebnis mit meiner Ex-Frau, die also aus Russland stammt, natürlich so diese ganze russische Geisterwelt sozusagen zumindest mal von zu Hause mitbekommen hat, selbst, sagen wir mal, so Mitte ihrer Jugend nach Deutschland gekommen ist. Und als ich so das erste Mal in ihrer ersten eigenen Wohnung mit war, fing es also nachts wirklich direkt neben dem Kopfende des Bettes an, in der Wand zu rascheln. Und also es war eine Souterrain-Wohnung und wir wachten auf oder waren noch irgendwie wach, nahmen es wahr. Und für mich war halt völlig klar, okay, dies ist eine Souterrain-Wohnung, hier verlaufen Rohre in der Wand und in dem Rohrschacht leben offensichtlich Mäuse, was ja jetzt keine angenehme Situation ist. Auch für die Mäuse nicht? Ja. Auch für die, doch, denen ging es anscheinend ganz gut in dem Schacht, jedenfalls so lange, bis ich kräftig gegen die Wand geklopft habe, worauf dann meine Ex-Frau mich anguckt und meinte, meine Mutter sagt immer, wenn ein Geist an die Wand klopft, darf man auf keinen Fall antworten. Und weil dann kommt er rein. Kam er denn? Nein, ich glaube meine... Aber die Mäuse hatten Hörschaden wahrscheinlich. Leider nicht oder für sie beruhigenderweise. Nein, also jetzt hab ich entweder meine Ex-Frau oder meine Schwiegermutter bloßgestellt, aber ja. Beide eigentlich, Holm, das muss man an der Stelle jetzt mal ganz klar sagen, du hast es wirklich geschafft, einfach beide so ein bisschen zu beleidigen. Ja, ja. Ganz gut. Das, herzlichen Glückwunsch. Um das mal kurz durchzuwaschkauen, gerade nochmal. Das zeigt jetzt aber schon gerade, wenn wir zwei der mit rationalsten Menschen, die ich so kenne, also Bernd noch ein bisschen mehr als Holm, muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen. Minimal. Minimal. Worauf ich hinaus will, ist natürlich, das beschäftigt alle Menschen. Also Verlust, Geister, Trauer ist natürlich ein Motiv, was uns alle bewegt. Und dann ist halt immer die Frage, hast du eine rationale Erklärung in dem Moment, wo es dir passiert, zur Hand? Dann kannst du dir das selber erklären. Also haben wir jetzt bei Bernd und Holm gerade schon gehört. Oder aber hast du nicht, dann ist die Frage, mit wem redest du drüber? Sprichst du dann mit jemandem drüber, wie mit Toms Team, die dann zuhören und Möglichkeiten anbieten, was es eventuell sein könnte oder durchhören, was es sein könnte? Auch dann kann das sehr, sehr gut helfen, weil nicht alle, die ja, sagen wir mal, eine Spukerfahrung haben, sind ja glücklich damit, dass sie das haben. Es gibt ja auch Menschen, die sich das alte Wort heimgesucht fühlen. Ich nehme mal an, die meisten, da wird vielleicht der Tom gleich noch was beitragen können, aber sprich erst mal weiter. Das ist eine spannende Frage. Genau, und das zeigt aber, wie sehr das in unserer Gesellschaft immer noch drin ist. Also egal, wie technisiert wir sind, egal, was wir glauben, das berührt uns alle. Also ich hätte noch eine Anekdote aus meinem Studium beizutragen, weil ich mich schon da auch so ein bisschen interessiert habe, weil ich natürlich auch nicht nur Anglistik, sondern auch Volkskunde studiert habe und Alltagskultur und Erzählforschung und so weiter, also sagen, Mythen, Märchen war schon immer irgendwie mein Steckenpferd. Und wir waren auf einer Studienfahrt, allerdings von der Anglistik, und waren tatsächlich auf so einer wunderschönen alten Burg, die gleichzeitig eine Jugendherberge war. Und dort haben wir übernachten dürfen und waren also in verschiedenen Schlafsälen untergebracht. Und in dem Schlafsaal, wo ich übernachtet habe, da waren, glaube ich, irgendwie so 10 Betten und die waren auch irgendwie alle belegt oder so. Und dann haben wir also geschlafen und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und man konnte so ein bisschen sehen, was im Zimmer passiert. Und ich habe mich so umgeguckt, das Zimmer war leer, aber ich habe ganz deutlich Schritte gehört, die direkt an meinem Bett vorbei wanderten. Oh. Und ich weiß ganz genau, dass ich für eine Sekunde gedacht habe, um Himmels Willen, was passiert da gerade, weil ich deutlich sehen konnte, dass da nichts im Raum ist, keiner ist aufgestanden, nichts. Und dann aber eine Minute später habe ich so ein bisschen überlegt und mir dann Gedanken gemacht und vermutet, dass im Zimmer über uns jemand gerade irgendwie durch den Raum geht und dass die Schritte einfach sich fortsetzen und man die eben in einem Raum darunter auch hört. Und ich weiß noch ganz genau, ich war enttäuscht.
sozusagen stinksauer auf mich selber, dass ich mir irgendwie den Spaß verdorben habe, weil das natürlich genial gewesen wäre, auf so einer schönen Burg oder so, wenn man da schon übernachten darf, auch mal irgendwie so einen Geist zu hören und dann das. So ein Erlebnis zu haben. Und ich war irgendwie richtig, richtig grantig irgendwie. Dass von das dir selbst. Das finde ich sehr lustig. Lustig finde ich übrigens auch Geek Tesse, die schrieb: Holm im Souterrain, ist das ein Grottenholm? Oh, ja, total. Ja. Den Witz habe ich auch zum allerersten Mal in meinem Leben gehört. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich klar, dass man ganz oft sich denkt, okay, den hat da fällt mir gerade was total Tolles ein. Und dann ist das natürlich so der zweite Witz, den du in deinem Leben gehört hast. Unser Chat ist da ungeheuer kreativ. Da ist vieles, was ich noch nie gehört habe. Ja, ja, eben. Das muss definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt ich mach's ganz kurz, einfach mit einem Flüsterbogen. Ja, das, ich weiß nicht. Ein was? Ein Flüsterbogen. Ist euch das nicht bekannt? Der Bernd kennt das wahrscheinlich. Das ist ein Bauwerk, wenn du einen möglichst sauberen Bogen hast, der, glaube ich, bin mir aber nicht sicher, auch eine bestimmte Biegung haben muss, das weiß ich aber nicht genau, und du sprichst auf der einen Seite von der Kirche gegen den Bogen, dann ist es für die Person, die am anderen Ende des Bogens ist, mitunter so, dass sie wirklich denkt, da spricht jemand in der Wand, und das ist ein dermaßen unfassbar realistisches Phänomen und auch reproduzierbar. Bernd, du kennst das wahrscheinlich, oder? Nö. Okay. Na gut. Aber okay, wenn du sagst, das ist ein Volk, ist ganz normal erklärbar, willst du damit ernsthaft sagen, dass deine ganzen Grust-Sitter-Bücher frei erfunden sind? Sind alle frei erfunden. Also es sind wahre Stellen drin, die sind aber nicht Teil der Geistergeschichten. Das sind dann meistens Charakter, die ich aufarbeite oder irgendwelche Veranstalter, die ich kennengelernt habe. Und was hat dich an dem Thema interessiert? Warum schreibst du darüber? Ich schreibe darüber eigentlich tatsächlich deswegen, ganz kurzer Exkurs, weil ich eine sogenannte Happy Idea hatte. Also das kennt man eigentlich so vom Sketch-Schreiben, das ist so eine What-If-Idee, wie zum Beispiel, was ist, wenn jemand zum Bäcker kommt und der will unbedingt Schrauben kaufen, was kann ich jetzt damit machen? Wahrscheinlich sehr wenig, der Sketch wäre nach 30 Sekunden zu Ende, aber die Happy Idea war, dass ja Geister und Untote so bestimmte Fähigkeiten haben, also Superheldenfähigkeiten, und Menschen aber im Vergleich dazu auch welche haben, aber nur aus Sicht der Untoten. Also dass du zum Beispiel nicht zerfällst in Sonnenlicht wie der Vampir, dass du bei Vollmond nicht zum Werwolf wirst, dass du Sachen anfassen kannst, was ein Gespenst, wenn es nicht gerade ein Poltergeist ist, nicht kann. Und ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn ich so eine Zweckgemeinschaft baue? Und dann habe ich halt einen 14-jährigen Jungen genommen, weil der viel mehr Schwierigkeiten hat als ein Erwachsener. Und das ist der Grund und nichts anderes. Also aber nicht, weil ich an Geister glaube. Also ich glaube ja sowieso an nichts, außer an einen letzten Rest von Hoffnung. Insofern, ja, das ist die Antwort. Tom, zurück zu dir. Ja. Ja. Das lässt mich natürlich nicht los, und ich habe das sehr wohl bemerkt, dass du in deiner Antwort an den Bernd sagtest, 98% der Fälle lassen sich erklären. Ja. Jetzt war ich nicht besonders gut in Mathe, aber da bleiben doch noch ein paar Prozent übrig, so 20, 50. 80% hast du gesagt. Hat er 80 auch gesagt? Ich dachte 98. 98. 98. 90, hast du 98 hat er gesagt? Nein, immerhin, weil ich dachte schon, so viel bleibt übrig. Aber was bleibt denn übrig? Was bleibt denn, genau, was sind denn diese 2%, die da übrig bleiben, die eigentlich alle interessieren? Das sind so 2%, die nicht wirklich sofort rational erklärbar sind. Vielleicht erst so ein paar Monate später, wenn man nochmal drüber redet, findet man vielleicht doch den einen oder anderen Hinweis. Aber es gibt einfach Vorkommnisse, die wir selbst heute nicht erklären können. Wie wär's denn mal mit einem Beispiel? ein Beispiel aus einer Burg in der Eifel. Wir waren in einem Rittersaal, rechts, links waren die Türen offen. Die Türen standen ungefähr 120, 130 Grad offen. Es wehte kaum Wind und ich sagte, wir starten jetzt. Und in dem Moment schlug die Tür links, die schwergängig war, mit einer Wucht zu. Wir haben es versucht nachzustellen, es funktionierte nicht. Die war schwergängig? Die war schwergängig. Das heißt, du musstest Kraft aufwenden, um sie zuzumachen? Genau, genau. Und die flog zu. Wir konnten es nicht erklären. Ich kann es bis heute nicht erklären. Also für den Holm ist das gar kein Problem und für den Bernd? Und zwar? Vielleicht habt ihr Ideen. Ja. Also ich sag mal, es ist ja also gerade das Entscheidende an Wissenschaftlichkeit, dass man eben auch mal Dinge stehen lassen muss, wo man sagt, das weiß man halt nicht. Und ich sag mal, wenn man
wenn man UFO-Sichtungen sich anschaut, gibt es ja auch immer einen Rest, den man einfach wegen unvollständiger Informationen halt nicht erklären kann. Muss man ja aber auch nicht. Also daraus, dass man es nicht erklären kann, folgt ja noch nicht irgendeine übersinnliche Erklärung, sondern das folgt einfach nur, man hat keine. Ja. Und das sind halt meine 2%, dass wir einfach keine Erklärung dafür finden. Ja, aber das ein Fall reicht nicht für 2%. Nein, ein anderer Fall war in der Zeit, bevor wir das Ghost Hunting gemacht haben, meine Lebensgefährtin und ich, wir lagen im Hochbett, Speicher, ein Haus, das alleine steht und wir schlagen ungefähr einen Meter unter der Decke, unter dem Speicherboden. Dielen waren das und wir haben gehört, wie ungefähr in der Zeit, als Domian anfing, es hörte sich an, als ob jemand einen schweren Eichenschrank über die Dielen schiebt. Es hörte sich wie ein Gepolter an. Wir konnten auch sehen, dass es im Treppenhaus kein Licht angemacht wurde, weil wir in einem Altbau gewohnt haben, wo noch Glaseinfassungen waren. Wir hörten keine Schritte auf der Treppe, wir hörten nur dieses Poltern. Können wir bis heute auch nicht erklären. Es waren keine Schritte, es waren keine Tiere. Ich hätte mal eine Zwischenfrage. Ja. So aus ganz eigener Erfahrung muss ich ja sagen, auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass man so etwas wie Geister belegen kann, also ich nicht daran glaube, ich bin ein totaler Schisshase. Wenn ich irgendwo durch so ein Haus gehen würde, ich würde mir ja derartig, also ich würde wahrscheinlich sofort weglaufen oder so. Wie macht ihr das? Also habt ihr Angst? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Oder habt ihr keine Angst? Oder macht das die Gruppe, dass man da nicht so Angst hat? Oder wie läuft das? Das, wovor ich Angst habe, ist Spinnen. Vor mir hat sich manchmal ja, okay. Ja, das kommt bei mir noch dazu. Okay, kann ich noch dazu. Nee, Angst eigentlich nicht. Sollte man eigentlich auch nicht haben, weil wir wollen ja den Sachen auf den Grund gehen. Und es macht ja keinen Sinn. Man erschrickt sie und rennt weg. Das ja, macht komm, ja nicht Tom, wirklich Sinn. Es geht ja jetzt nicht darum, was Sinn macht, sondern ob man Angst hat. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ach so, ja, nee, das macht jetzt keinen Sinn, Angst zu haben. Dann lege ich mal diesen Schalter um und schon bin ich Bernd Harder und habe überhaupt keine Probleme mehr. Nein, also wir haben kein Problem damit. Okay. Ja, aber, wobei man natürlich sagen muss, also wenn in gewisser Weise schafft man sich natürlich mit diesem Ansatz, wir machen eine Geisteruntersuchung, schon ein Setting, was auch an sich nochmal für die meisten Menschen eher was Gruseliges hat. Was Gruseligeres, als wenn man sich irgendwie denkt, ich schaue jetzt mal, wo das Geräusch herkommt. Also, erinnere mich an die Untersuchung, die damals, und ihr habt ja ein Buch zusammengeschrieben, Alexa, der Sebastian Bartoschek in seinem Büro gemacht hat, wo er dann auch sagte, irgendwann wurde ihm dann auch leicht schwummrig dabei. Ja. Okay. Obwohl er sagte, es war sein eigenes Büro. Bernd, erzähl. Also, aus dem, was Alexa und Tom jetzt gesagt haben, kann man eine schöne Erklärung extrahieren. Tom hat jetzt gerade Spinnen erwähnt, Alexa hat Angst erwähnt. Es gibt eine psychologische Erklärung, wie so ein Spukhaus entsteht oder warum das überhaupt auf Menschen gruselig wirkt, also warum man da überhaupt Angst drin hat. Und es gibt eine relativ interessante Theorie darüber, also Psychologen erklären das so ähnlich wie, warum es vielen Leuten, wenn sie im Auto beim Autofahren lesen, schlecht wird, weil das Gehirn zwei unterschiedliche Eindrücke bekommt. Man ist auf einen Punkt konzentriert, also normalerweise liest man üblicherweise am Schreibtisch, es ist ruhig, man sitzt, aber im Auto nimmt das Gehirn eine Bewegung wahr und diese zwei widersprüchlichen Sinneseindrücke, deswegen wird es einem schlecht, weil das Gehirn das nicht verarbeiten kann. Und genau das passiert angeblich auch in so einem Spukhaus. So von unserer Prägung her, so Warnsignale, Unterbewusstsein erweckt so ein altes, verfallenes Haus, was Tom da eben geschildert hat, den Eindruck von Gefahr. Da sind Spinnen, da sind unbekannte Tiere, da sind vielleicht Ratten, das riecht alles vermodert. Man weiß nicht, ob man vielleicht durch die Dielen irgendwie einbricht, ob da gleich die Decke einstürzt. Also es ist so ein Setting, das wir eigentlich mit Gefahr assoziieren. Auf der anderen Seite wissen wir aber eigentlich im 21. Jahrhundert, es kann sowas wie Geister oder Dämonen oder so eigentlich nicht geben. Aber das gesamte Unterbewusstsein ist an solchen Orten auf Gefahr programmiert. Es ist dunkel, sind merkwürdige Geräusche, man riecht seltsames Zeug, es ist alles motrig. Und diese beiden Sinneseindrücke, da soll dann angeblich so und so ein Widerspruch im Gehirn entstehen, dass genau das passiert, was Alexa gesagt hat, dass man Angst kriegt. Und das hat mit Mut oder sowas überhaupt nichts zu tun. Da würde ich kurz noch eine, vielleicht etwas präzisierend nochmal ein paar Worte zu sagen wollen. Also das eine mit dem Lesen und Autofahren, das liegt insbesondere auch am
Innenohr. Also tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass das Innenohr meldet Bewegung, die Augen bewegen sich nicht mit und dann wird einem übel. Das ist das Gleiche, warum einem auf dem Schiff auch übel wird und warum es hilft, sozusagen auf den Horizont zu schauen, weil wir dann so die visuelle und die räumliche Sensorik unseres Körpers wieder zum Einklang bringen. Also das nur nochmal, um das zu beschreiben. Dann will ich zur Ehrenrettung sagen, Tom, ich glaube nicht, dass du in einem Haus geschlafen hast mit Claudia, wo ihr durch die Dielen eingebrochen seid. Das haben wir 10 Jahre gewohnt. Ich wollte gerade sagen, da hat Bernd ein bisschen überschätzt. Der Bernd ausgezogen. Ich glaube, Bernd, womit man das gut betiteln kann, was du beschrieben hast, ist so ein bisschen... Es ging mir um das Gefühl dabei, nicht um Geräusche oder so. Das ist so diese Autosuggestion, glaube ich, das kann man ganz gut damit sagen. Und da glaube ich in der Tat, und da würde ich dann wieder Holm auch widersprechen wollen, ihr geht ja nicht auf eine Geisterjagd, das finde ich ja immer ganz interessant, das habe ich dann auch durch Alexa gelernt, sondern ihr macht eine paranormale Untersuchung. Das heißt, ihr untersucht etwas, was erstmal nicht zu erklären ist. Ja. Und das ist ja schon ein anderer Ansatz und wie ich finde, ein anderes Mindset, um an dieses Thema heranzugehen. Und um es auch nochmal zu sagen, also ihr geht jetzt ja nicht hin und sagt, wir wollen ein übernatürliche Wesenheit finden per se erstmal, sondern ihr geht da hin und sagt, wir wollen mal schauen, hier gibt es unerklärliche Phänomene, die berichtet worden sind, das ist das Typische, oder die jemand sagt, bei mir gibt es die, und dann schaut er, ob ihr die erklären könnt. Und dann bleibt was über, was man nicht erklären kann, und das ist dann interessant und spannend, und darüber kann man ja auch philosophieren. Und das gibt, glaube ich, auch einen anderen Mindset, und das hilft wiederum umgedreht auch Menschen, die euch kontaktieren. Also wenn du das, also vielleicht kannst du das nochmal erzählen, weil ihr habt ja das Buch geschrieben, ne? Also dieser Faktor, dass jemand kommt und was macht. Welches und dann Buch sagt, genau? Ja, also, achso, Sebastian und ich, wir haben, ich glaube, ich habe es auch schon beim Thema Okkultismus schon in die Kamera gehalten. Also wir haben tatsächlich mal geguckt, also Sebastian hat Interviews geführt mit verschiedenen Teams in Deutschland. Ist allerdings jetzt auch schon wieder einige Jahre her, ich glaube 2013 ist es erschienen oder 14. Bei Geistern macht das nicht so viel Unterschied, finde ich. Nee, das ist ein Zeitbus. Ja, wobei die Szene sehr lebhaft ist. Also ja, die Szene schon, aber die Geister nicht so. Aber so, die Szene. Ja. Und haben dann zusätzlich zu den Interviews mal geschaut, wie läuft so eine paranormale Untersuchung ab, was für Elemente stecken dahinter und wie schaut so ein kulturgeschichtlicher Hintergrund zu jedem einzelnen dieser Elemente aus. Zum Beispiel, was ist es mit der Geisterfotografie? Gibt es das erst seit ein paar Jahrzehnten oder gibt es was vielleicht schon ein bisschen länger? Und was ist an so einem Spukort dran und was für Geschichten muss ein Ort haben, damit er irgendwie interessant ist als Spukort? Und was Sebastian in seinen Interviews festgestellt hat, war tatsächlich, dass viele der Menschen, die Ghost Hunter zu sich nach Hause rufen, weil sie das Gefühl haben, sie werden da konfrontiert mit unerklärlichen Phänomenen, also mit Klopfgeräuschen und anderen Dingen, die ihnen Angst machen, danach weniger Angst haben und der Spuk verschwindet. Das heißt also, wenn da jemand ist, der sie ernst nimmt, der mit ihnen spricht und der vielleicht sogar tatsächlich dann so eine paranormale Untersuchung durchführt und dann aber sagt, also wir konnten da jetzt so nichts feststellen und eventuell ist hier irgendwie eine Ritze im Mauerwerk und da könnte es ziehen oder wie auch immer, dass die Menschen dann doch wirklich sehr beruhigt sind und selbst wenn nicht eine ganz konkrete Erklärung erfolgen kann, die Menschen doch irgendwie das Gefühl haben, es hilft ihnen und dass also das Ghost Hunting fast so etwas wie ein Placebo-Effekt hat, also so eine Wirkerwartung, die da zum Tragen kommt. Und das war eigentlich ein ganz interessanter Punkt, den Sebastian da festgestellt hat in seiner Recherche. Was ich aber noch anschließen wollte, also ihr geht ja nicht nur in Wohnungen, wenn ihr gerufen werdet von Privatpersonen, die das Gefühl haben, sie werden Spukopfer, sondern ihr geht ja auch von euch aus an interessante Orte, bei denen ihr das Gefühl habt, die Geschichte dieses Ortes macht eventuell einen Spukort daraus. Oder da könnten unerklärliche Phänomene auftauchen. Und da würde mich mal interessieren, was wäre denn so euer absolutes Highlight, was passieren müsste, damit ihr sagt, Mensch, Wahnsinn, das war der Kracher. Und bei der paranormalen Untersuchung, da ist wirklich endlich mal das genau passiert, was wir uns immer gewünscht haben. Was müsste da passieren? Oh Gott. Geist müsste sich in Pose vor unserer Kamera stellen. Ja, okay, genau. Müsste sagen, ich bin ein Geist, messt mich. Ja. Ich kann dich nicht messen, womit? Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, genau. Warum werden die Geräte eingesetzt, die eingesetzt werden? Genau. Und da kann im Grunde, ich glaube, Holm, du bist Physiker, oder?
Ja. Da kannst du vielleicht was zu elektromagnetischen Feldern vielleicht noch sagen. Ja, klar, ja. Ja, also ich sag mal, das, was man deswegen finde ich das sehr vernünftig, dass du sagst, wir machen sowas nicht in bewohnten Gebäuden. Also was an elektromagnetischen Feldern in unserer Umwelt auftritt, ist fast immer von irgendwelchen technischen Geräten verursacht. Also es gibt sehr, sehr wenig nennenswerte elektromagnetische Felder, wenn nicht gerade ein Gewitter ist oder sowas, die natürlichen Ursprungs sind. Sondern das hat, ja, was man misst, ist halt im Normalfall sind Stromleitungen, das sind gegebenenfalls, je nachdem, in welchem Frequenzbereich man misst, halt Radiosender, das kann das WLAN vom Nachbarn sein, wenn man in dem Mikrowellenbereich misst. Ja, sowas halt. Okay, das heißt, da finde ich eigentlich immer was, wenn ich das Ding in die Luft halte, oder? Richtig, ja. Und das wird normalerweise, wenn irgendwo menschliche Aktivität ist, wird sich da auch immer irgendwas verändern. Also da macht jemand irgendeinen Verbraucher an und dann ändert sich halt kurz auch irgendwas im Stromnetz. Und also ein Gerätverbraucher, nicht die Verbraucher, die im Edeka einkaufen. Ja, ne? Ja, genau. Ein Gerät, das Strom verbraucht. Genau, Verbraucher an. Gerne. Wenn es nicht zu lange. Aber Hand aufs Herz, Tom, es gibt Teams in Deutschland, die paranormale Untersuchungen machen und die so ein Ding als so eine Art Orakel einsetzen oder wie auch immer. Also die das irgendwie hinlegen und sagen, Geist, mach irgendwas und wenn es ausschlägt, dann ist das irgendwie eine Antwort, oder? Also ja. Habe ich zumindest auf Videos gesehen von paranormalen Untersuchungen. Ja. Ja, auch in Wohnungen, es wird diese Geräte, also das ist jetzt so ein K2 ist das. Wir haben halt auch hier solche Geräte, die so ein Knarzgeräusch von sich. Was genau ist das Ding? Das nennt sich, siehst du das? Ja, ich sehe, ja, aber in was ist die? Das ist ein Magnetfeldmessgerät. Der misst von 1,5 bis 20 plus im Messbereich. Wir haben auch noch andere Messgeräte, auch für Milligauss, aber in anderen Messbereichen eben. Super Gauss. es gibt, wie gesagt, in den bewohnbaren Gegenden unsinnig. Es gibt natürlich... Wobei du natürlich auch in nicht bewohnten Gegenden magnetisches Gestein in der Wand haben kannst oder Ähnliches. Also, zum Beispiel, wir hatten auch mal das Phänomen, glaube ich, rund 200, 300 Meter Entfernung von so einem Windrad. Sind die auch ausgeschlagen. Ja. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr in einem Luftschutzbunker in Hagen gewesen, saßen in einem Raum, hatten Geräte ausgelegt, weil wir gucken wollten, ob was passiert. Und jemand war in einem Nachbargang gewesen, hat so mit der Hand diese Sirene betätigt. Diese was man halt so macht in Bunkern. Ne? Das so zum Beispiel. Einer muss diese Sirene... ja, muss. Und da sind die Geräte ausgeschlagen. Also diese Geräte, hat man wieder gesehen, dass diese Sirene auch so ein Magnetfeld aufbauen bzw. verändern kann. Oh, ist natürlich kein Geist gewesen. Nee. Aber es gibt leider Leute, die dann auch in Privatwohnungen den Leuten sagen, ja, das schlägt jetzt aus, ich stelle eine Frage, es schlägt aus. Du hast jetzt hier einen Geist bei dir. Am besten noch, wenn ein Medium daneben sitzt und dann bestätigt, ja, da hinten in der Wand sitzen zwei Kinder. Ach du Scheiße. Oder das zweite Mittel, womit viele Gruppen ja arbeiten, ist, sind ja diese Electronic Voice-Geschichten. Also früher hat man halt irgendwie lass uns da gleich dazu kommen. Ich muss noch eine Zwischenfrage stellen. Erstens, weil ich nicht akzeptiere, dass die Lydia so still ist. Zweitens, weil ich dezidiert eine Frage an dich habe. Und zwar, all das, was jetzt gerade beschrieben wurde, was der Tom so macht, wenn da jetzt zu einem deiner familiären, bekannten, Verwandten und so weiter ein Tom-Pedal gekommen wäre und der hätte das erklärt. Also meinst du nicht dich persönlich, sondern ja, also ich meine in deinem Familienumfeld. Hätte das jemanden, hätte das die Leute befriedigt irgendwie oder war das gar nicht das, was sie, also ging es denen gar nicht um diese Antwort? Also der Witz ist halt, dass meine Familie, vielleicht gibt es sowas wie ein Rationalitätsgen, immer eher darüber ein bisschen geschmunzelt hat. Also weder neigt meine Familie zur Religiosität noch zu Aberglauben in einem gewissen Rahmen. Also die Sache mit dem das Brot verkehrt rum auf den Tisch legen und alle schreien, wobei das dann eher so eine Art, so wie wenn einer niest, sagst du ja auch Gesundheit. Du denkst nicht darüber nach, warum du das tust und warum das kulturell dir beigebracht wurde. So, Was ist mit dem Brot? Du erzählst es so nebenbei. Wie kann man denn Brot falsch rum auf den Tisch legen? Mit der Marmeladenseite nach unten. Also Lydia, das wollte ich vorhin auch schon sagen, das muss ich mal erklären. Nein. Ich wollte jetzt nicht jedes Polen-Klischee bedienen. Bitte zieh mir das nach. Ich meine das so gar nicht.
aber du hast ja schon ein paar Geschichten erzählt, wo wir alle dann doch mit dem Kopf geschüttelt haben und uns gedacht haben, okay, das kenne ich aus meiner Familie jetzt so nicht oder aus meinem Umfeld. Also bitte nimm das nicht falsch auf. Nö. Außerdem, es ist ja auch unterschiedlich, aber tatsächlich sehe ich ja auch ein bisschen die Verbreitung von gewissen mindestens mal so eben abergläubischen Tendenzen, mit denen ich halt aufgewachsen bin, weil noch nie einer hinterfragt hat, warum es die gibt. So wie die Sache mit Maria weint, wenn Mädchen pfeifen. Das erzähle ich immer gerne, weil ich das so unfassbar absurd fand. Zurück zum Brot, das ist absurd. Wenn du ein Brot kaufst und du würdest die runde Seite nach unten legen, warum auch immer, weil du irgendwie unachtsam warst und es einfach so hinlegst, dann fällt's um. Fangen alle an zu schreien, weil das Unglück bringt. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn du auf die dumme Idee kommen würdest, aus irgendeinem Grund Schuhe auf den Tisch zu stellen. Also sagen wir mal Sommerschuhe. Also jetzt nicht irgendwie Winterschuhe, an denen Dreck ist, sondern du würdest, keine Ahnung, die Schuhe auf den Tisch tun, weil du sie, ich weiß nicht, neu gekauft hast. Ich nehme sie, zeigen will. Ich habe sie bestellt. Ich glaube, das gibt es in Russland auch. Nehmen sie aus dem Tisch. Das kenne ich von zu Hause. Das hat meine Mama immer gesagt, Schuhe auf den Tisch gibt Ärger. Ja, und bei uns ist das dann, gibt es von dann ihr. Unglück. Unglück? Ja, und verstehst du, anstatt Ärger gibt es dann halt Unglück, ne? Also das ist ja eben Aberglaube, wenn man denkt, irgendetwas würde Unglück bringen, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, ich kenne auf jeden Fall polnische Familien, die zu diesen Wruschkas gegangen sind, also zu diesen hellseherischen Frauen, die also wahlweise dir deine Zukunft sagen oder dir die Hand auflegen, um dich angeblich irgendwie positiv zu beeinflussen, also die ganze ESO-Nummer, was wir auch kennen so hier. Aber tatsächlich würde man in Polen wahrscheinlich eher mit Religion rangehen, wenn man das Gefühl hat, dass da ein Verstorbener sozusagen ein Geist rumspukt. Ah, genau. Ich muss leider dazu sagen, in Polen gibt es auch immer noch Exorzismus verbreiteter als hier. Da gibt es sogar eine deutschsprachige Doku drüber. Müsst ihr mal einfach eingeben bei YouTube Polen Exorzismus, dann seht ihr die Doku. Und die sehr böse Seite davon ist, dass tatsächlich auch Menschen eingeredet wird, wenn sie zum Beispiel bemerken, homosexuell zu sein, dass sie nur lange genug exorziert werden müssten, um das nicht mehr zu sein. Das sind dann die wirklich extremen Auswüchse von komischen Überzeugungen. Übrigens habe ich erfahren, dass wir in Deutschland in jedem Bistum auch einen Exorzisten haben, einen Ausgebildeten. Das dient aber im Wesentlichen dazu, dass wenn einer auf diese absurde Idee kommt und zur katholischen Kirche geht und sagt, ich will jetzt einen Exorzismus haben, dass es da jemanden gibt, wo die hinkommen und er dann das genau nicht macht. Wie bei Tom eigentlich so ein bisschen, oder? Was heißt genau nicht macht, aber der zumindest eine Anlaufstelle ist für jemand, der erstmal glaubt, dass das helfen würde, dass es helfen würde. Und dann kann der Quatsch macht. Und der Exorzist kann dann sagen, da glaube ich jetzt erstmal nicht dran, hat sich die Person denn ihren Kopf einmal um 360 Grad gedreht? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, würde ich gerne kurz mal mit Ihnen mitkommen. Ja. Okay. Ja, aber tatsächlich, um es abschließend zu sagen, hängt es ja ein bisschen davon ab, wie die Kultur, glaube ich, damit umgeht. Wenn du eine sehr christlich geprägte Kultur hast, wirst du wahrscheinlich tendenziell, wenn du das Gefühl hast, ein Verstorbener ist noch da, versuchen, das wahrscheinlich mit deinem christlichen Glauben irgendwie zu kompensieren, indem du, keine Ahnung, betest, dass er gut in den Himmel kommt oder was auch immer. Aber es würde niemand jetzt, zurück zu der Ursprungsfrage, wenn jetzt es einen Tom da gäbe und man hätte die Option, den anzurufen, du meinst, das würde einfach gar keiner wahrnehmen, weil man eher wahrscheinlich jetzt im Großen. Ich habe den Eindruck, dass der Volksaberglaube an die christliche Religiosität stark gekoppelt ist in Polen, ist mein subjektiver Eindruck, kann ich nicht belegen, subjektiv, ne? Und dass dadurch am ehesten, wenn Leute denken, es spukt tatsächlich, sie ihren Pfarrer konsultieren, weil sie der Meinung sind, der ist ja dafür zuständig für die Dinge zwischen Himmel und Erde. Also, okay. Ja, tatsächlich. Also es gibt, bevor wir jetzt zu den lustigen Tonaufnahmen kommen, die ich sehr spannend finde tatsächlich, es gibt eine App, ich mache jetzt keine Werbung für die App, ich finde sie nur faszinierend, die heißt stimmt. Architecture of Radio. Kennt die jemand? Das ist nicht die, die ihr meint wahrscheinlich. Achso, nee. Nein. Architecture of Radio ist wirklich spannend, denn die ist eigentlich nur dafür da, dass du guckst, wo ist denn hier der nächste Sendemast? Ja, oder wo ist denn mein WLAN? Das Coole an der App ist, dass die grafisch aufbereitet ist. Man kann es wahrscheinlich nicht besonders. Doch, könnt ihr das sehen? Seht ihr, was da passiert? Bisschen. Das sind alles. Ach so. WLAN, das ist also quasi das ist natürlich sehr spacey aufbereitet, aber ihr seht also, wenn ich mich bewege, dieser große Streifen, der rote, ne, wenn ich den direkt in der Mitte habe, ne? Und so weiter und so fort. Der nimmt natürlich auch Geodaten, der schaut, wo bist du gerade. Also ich muss dann sagen, dass er das GPS verwenden darf. Und dann weiß die App sowieso, da ist ein Sendemast und so weiter. Aber sie sieht auch so ungefähr, wo mein WLAN-Router ist und es stimmt auch. Okay. Und wenn ich mir das angucke, was da um uns rum alles
was, wie soll ich sagen, imitiert im weitesten Sinne, sendet oder irgendwas ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und bevor ich irgendwie auch nur ansatzweise Ahnung von irgendwas hatte, also noch weniger als heute, ganz am Anfang, als das mit den Handys so losging, hatte ich zum Beispiel von dem ersten, was war das, das Sony C1000 oder wie das hieß, hier immer einen Ausschlag im Gesicht, einen ganz brutalen. Und zwar in der Form des Telefons mit den Punkten vom Lautsprecher. Und ich war natürlich, wie wir alle, dann felsenfest überzeugt, ah, das ist dieser Elektrosmog, von dem die alle reden. Das strahlt was in meinen Kopf rein und dann wird das rot. Und es hat dann tatsächlich relativ lang gedauert, bis ich dann klar hatte, was passiert ist. Und zwar ist es so, dass ich ja tatsächlich, ich habe also so eine Art, also extrem klingt schlimmer als es ist, aber ich habe so eine Art Ausschlag im Gesicht, den kriege ich von Cremes oder von Cocamidopropylbitterin, also von Dingen, mit denen man sich eigentlich wäscht, Kokostensiden und so weiter. Und der ist mittlerweile hier, wenn ich den nicht behandle, und der war früher da. Und ich war ja bei RTL Samstagnacht immer stark geschminkt, wegen dem Fernsehen. Hm. Und unter dieser Schminke hat sich dann sozusagen da, wo ich geschwitzt habe, mit dem Telefon am Kopf, immer der Ausschlag gebildet in Form des Telefons. Ja? So. Das heißt, wenn ich mich abgeschminkt habe, war dann da unten drunter dieses knallrote Ding. Und ich dachte, ach du Scheiße, das Telefon hat mir Elektrosmog ins Gesicht gemacht. Aber es war es wirklich überhaupt nicht. Es war einfach nur der eigene Schweiß. Naja, so ein Telefon wird ja ordentlich warm. Also ja, das, alles ja. Das. Ja, also das ist wirklich erstaunlich. Und das hat mir, als ich diese App gesehen hatte, die hatte irgendjemand empfohlen, hat gesagt, guck mal, was da um uns alles rum ist. Die ist natürlich grafisch so aufbereitet, dass sie auch besonders beeindrucken soll. Ich glaube, die macht sogar, wenn du Ton anmachst, macht die so. Also für jeden Geisterjäger, glaube ich, ein absoluter Traum. Gibt es nicht für uns. Nicht für uns. Nicht für euch, nein. Für euch ist das eher verwirrend. Oh Gott, wir sind umzingelt. Gibt es nicht sogar Ghost Hunting Apps inzwischen? Ja. Was? Auch die auf, hatten Alexander. Wir doch mal eine Zeit lang, ja. Habe ich die mal angeguckt. Doch, ich glaube, es war lustig. Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, was Lydia gesagt hat zum Thema Exorzismus, weil ich diesen Film einfach so wahnsinnig beeindruckend fand. Der heißt Exorzismus, also ich vermute, das ist der, den Lydia meinte, Exorzismus, der Kampf mit dem Teufel von Konrad Szolajski. Der ist wirklich immens beeindruckend, weil er wirklich so ein paar Fälle durchverfolgt, zum Teil auch über Jahre, wie sich diese Menschen auch unter dem Einfluss dieser Exorzisten verändern. Und das ist schon absolut erschreckend. Also ja, genau. Also ich finde es ein bisschen hart halt, dass das dann natürlich auch zum Schaden gereichen kann, wenn man Menschen einredet, sie könnten irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften oder sonstiges wegexorziert bekommen. Das ist bedenklich. Ja, wenn man ihnen alleine schon einredet, sie seien vom Teufel besessen, das ist ja schon. Ja, eben. Oder also Dämonen hätten Einfluss auf sie. Das ist ja schon schlimm genug, unabhängig von jeder Therapie. Genau. Ich such gerade, ich glaube, das, was ich gefunden habe, war Exorzismus in Polen auf Teufel komm raus. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere. Okay. Teufelsaustreibung in Polen vom MDR, Weiche Satan. Also ja, das Thema, dass das in Polen schon etwas fragwürdig läuft, ist umfassend thematisiert. Aber da gibt es dann für jede zweite Doku einen 5-Euro-Schein ins Phrasenschwein. Ne? Also wenn ich da gerade so tief, Teufel komm raus, und das war auch schon gut. Ich musste immer an den, ich denke immer an den weichen Satan. Aber das ist vielleicht nur mein Hirn. Weiche Satan. Eine Sache noch zum Thema interkulturell. Also ich kenne auch aus der Gegend, wo meine Oma aufgewachsen ist, die Story von Geistermessen. Das ist so eine folkloristische These, dass so gegen Mitternacht Geistermessen in Kirchen abhalten. Und wenn man da halt typischerweise als Mann auf dem Weg von der Kneipe besoffen vorbeitorkelt, dann sollte man bloß nicht irgendwie versehentlich in die Geistermesse reingehen, weil sonst geht man mit den Geistern ins Jenseits. Und interessanterweise bin ich dann in Köln angekommen, und in Köln gibt es auch ganz großartige Geistergeschichten. Da möchte ich auch besonders auf Bücher von Yvonne Plum hinweisen, weil die hat zu Kölner Geistergeschichten einiges rausgebracht. Und in Köln gibt es exakt dieselbe Story von der Geistermesse wie halt in Pierkarich-Lonske in Oberschlesien, wo meine Oma herkommt. Jetzt könnte man sich fragen, ob das durch Wanderungen von Menschen tatsächlich wahrscheinlich. Alexa, wollte ich gerade sagen, aber dass diese Storys sich dann überall verteilen, ist ja offensichtlich, ne? Naja, also ich meine, die würden sich nicht überliefern und würden nicht weitererzählt werden, wenn sie nicht Leute auch in verschiedenen Gegenden ansprechen würden, ne? Also eine Geschichte, die Menschen nicht anspricht, die verschwindet dann halt auch wieder. Aber wenn etwas sich so lange hält, dann fasziniert es die Leute auf jeden Fall.
Jo. Ja, aber und deswegen, wer kommt denn auch auf die Idee, betrunken nachts in eine Kirche zu gehen? Die Moral von der Geschichte. Also ich genau. Also, entschuldige, aber das ist doch so, nein, das ist doch so offensichtlich, dass Leute, die betrunken sind, kommen nach Hause und dann sagst du, wo warst du denn die ganze Zeit? Mhm. Ich habe mich halt so in die Kirche gezerrt. Und dann war das ja, so genau, eine Messe. Genau. Und es ist alles, ich kann da nichts dafür. Ja, also das ist ja auch logisch. Die suchen sich jede dämliche Ausrede aus, dass in Wirklichkeit saßen die so lange, bis der Wirt sie irgendwann... Ich musste das nie erklären. Ich habe dann immer gesagt, ich habe gesoffen. Und ja eben, der Wirt hat sie halt irgendwann kopfüber mit dem Stuhl auf den Tisch draufgestellt und haben sie gemerkt, es ist wohl Zeit zu gehen. Sind auf den Kopf gefallen und sind nach Hause gewankt. Erst in die falsche Richtung, dann in die andere. Das war alles. Das ist einfach nur eine schlechte Ausrede. Ich glaube, ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, wenn du mir irgendwas von Geistermessen erzählst. Ja. Das bist du, Alexa. Ja, ja eben. Nee, aber so Filmrissgeschichten und so weiter, die ja viele Jugendliche, ich habe davon gehört, erzählen, ja, dass das dann irgendwie in irgendeiner Form auch funktioniert, dass man da dann vielleicht eine Erklärung hat, gerade wenn man weiß, dass die Oma, die jetzt gerade auf einen aufpasst, da affin ist, dass man sagt, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Es war ganz komisch, Oma. Ja. Meine Oma hat übrigens, da erinnere ich mich gerade tatsächlich zum ersten Mal wieder dran, das war schon ein bisschen gruselig, also nicht meine Oma per se, die auch, aber selten, das war, wenn wir über die Brücke von den Perlacher Einkaufspassagen zurück zum Gerd-Hauptmann-Ring liefen, zeigte sie nach oben zu dem Fenster ihres Schlafzimmers und sagte, schau mal, da ist wieder die weiße Frau. Und dann habe ich hochgeguckt und habe die gesehen, die stand da. Und hat aus dem Fenster geschaut und sich mich weiter bewegt. Und ich habe wieder hingeschaut und wieder. Die war immer da. Und auch wenn ich alleine von der Schule nach Hause gegangen bin, weil die U-Bahn-Station da war und ich habe hochgeguckt, war die immer da. Die war immer da. Und wenn ich bei meiner Oma zu Hause war, also sehr nah bei uns gewohnt, und ich bin in die Wohnung hoch und ich habe mir dieses Zimmer angeschaut, dann war da nichts. Da hing nämlich auch kein Vorhang. Und ich weiß bis heute wirklich nicht, was das verursacht hat, was da von irgendwoher gespiegelt haben soll in dem Fenster. Ich habe keine Ahnung, aber da stand eine Frau so seitlich und mit dem Kopf so und die hat halt runtergeschaut. Hat sich dazu angeschaut, was da unten so war. Und es ist wirklich unfassbar. Und da ist, ich schwöre euch, da war nichts. Auch keine Gardine, die bauscht oder irgendwas. Nichts. Das war vielleicht gegenüber irgendein Gebäude oder ein, ich habe keine Ahnung. Sie war immer da, die weiße Frau. Und für meine Oma war das ganz normal, das ist die weiße Frau. Okay. Nee, gruselig. Ja, aber das ist ja natürlich deine Erwartungshaltung, dass das irgendwas völlig Normales gewesen sein muss und nicht die weiße Frau, die nur da ist, wenn deine Oma nicht zu Hause ist. Ich war sicher, dass das nicht sein kann einfach. Das war mir schon klar, dass die da, dass da nichts ist. Aber es war schon auch an dem Moment, wo ich das erste Mal so mir gedacht habe, jetzt gucke ich mal in das Zimmer rein, während sie gerade in der Küche ist. Aber als ich dann gesehen habe, dass da wirklich null war, kein Vorhang, kein gar nichts, kein nichts, auch kein Spiegel oder so, da habe ich gedacht, okay, dann muss es wohl irgendwas sein von gegenüber, weil was soll es denn sonst sein? Und auch, dass eine weiße Frau den ganzen Tag regungslos dumm da steht und immer auf die gleiche Stelle guckt, das wollte mir auch nicht so einleuchten. Ich mir gedacht habe, also wenn da eine weiße Frau ist, dann wird die doch irgendwie sagen, interessant, ach, da guck mal da drüben, da kommen gerade die Kinder von der Schule, ach, das ist ja interessant, ach, was ist denn heute für Wetter? Ja, dass sie immer nur genau da hinguckt, das hielt ich für relativ unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Ich habe nichts gemacht. Meine Fresse. Tom, wie du hast ja gesagt, das ist, da habe ich dich da vorhin falsch verstanden, das ist pro Tag manchmal so 2-3 Stunden. Ja, so 1-2 Stunden am Tag, weil ich oft Recherche mache und selber einen Podcast mache, wo ich über Mythen ein bisschen aufkläre und so weiter. Ah, okay. Das ist insgesamt. Also es ist nicht, dass du da 3 Stunden lang mit Leuten telefonierst, nein, weil die die Bude einrennen und so. Nein. Aber, wir haben auch schon, wir haben auch schon nachts Leute, die anrufen. Es haben auch schon mitten in der Nacht um 3 Uhr mal jemand angerufen. Das kommt auch vor. Bitte erzählen Sie. Das war damals eine 14-15-Jährige, die mit ihrem Freund zusammen Ouija Board gespielt hat. Ah, okay. Und die hatte dann panisch Angst gehabt, weil sie das nicht richtig beendet haben. Und habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang mit ihr telefoniert und konnte sie beruhigen und dann war auch alles gut gewesen. Ist das ein Problem, wenn man das nicht beendet? Weißt du, ich kenne mich nicht. Ja, es gibt halt bestimmte Regeln, die man beachten soll, die in der Community so hochkommen, aber alles man kann auch sagen, tschüss und gut. Wer von euch ist denn freiwillig und erklärt den Effekt des Ouija-Boards mal für die lieben Leute? Da, mittlerweile sehe ich, dass hier 645 Leute mindestens zuschauen und ich bin mir sicher, dass einige von denen das wissen möchten. Wie funktioniert das? Wer ist freiwillig?
Bernd ist freiwillig. Bernd ist freiwillig, oder? Bernd ist ganz freiwillig. Schau mal, wie freiwillig der ist. Ja, das erklär das mal aus. Naja, das ist halt ein sogenanntes Hexenbrett. Da stehen halt die, es ist ein Holzbrett, auf dem die Buchstaben des Alphabets und Zahlen draufstehen. Und dann legt man eine Planchette drauf, also mit der man diese Buchstaben und Zahlen ansteuern kann. Also ist eigentlich wie beim Gläserrücken, nur dass man es halt auf einem Holzbrett mit einem anderen Zeigegerät macht. Und da legt man halt die Finger drauf und irgendwann, wenn man lange genug wartet, fängt das an, halt hin und her zu rücken. Und wenn man Glück hat, auch sinnvolle Sätze oder zumindest Wörter zu bilden. Und allgemein wird das halt erklärt mit dem sogenannten Carpenter-Effekt. Also es ist so ähnlich wie, wenn man als Beifahrer im Auto mitfährt und der Fahrer muss plötzlich eine Vollbremsung machen. Dann bremst man automatisch ganz unterbewusst mit dem Fuß mit. Und diese Intentionsspannung, die hat man auch zum Beispiel in den Fingern. Und diese Erwartungshaltung löst sich halt in unbewussten Muskelbewegungen auf und die sind stark genug, um so einen fragilen Gegenstand wie ein Glas oder diese Planchette eben zu bewegen. Diese was? Diese Planchette, das ist so ein Zeiger. Ach so, ich dachte, das wäre eine Dame, die so heißt. Was darum? Nee. Nee, Weiße. Die weiße Planchette, genau. Ja, ja. Du hast im Gegensatz zum Glas hast du ja sozusagen noch eine Richtung. Also du verstärkst genau, über diesen Arm, der da dran ist, über den Zeiger sozusagen noch die minimalen Bewegungen von dieser Scheibe, wo alle ihren Finger drauf haben. Ja. Okay. Lydia, du bist doch, oder vielleicht täusche ich mich da auch, durchaus der schwarzen Szene nicht so völlig abstinent ab. Ja. Ja, ich sag mal liebevoll, ich bin Grufti. Ja, genau. Ist denn da die Affinität, also jetzt nicht von dir per se, aber so von der gesamten Szene zu diesen Themen nicht immanent? Also das wird viel diskutiert und ich habe immer noch keine objektiven Daten. Und vielleicht ist das Problem auch, dass man, ich meine, das ist eine riesige Gruppe von Menschen, die auch verschiedene Unterströmungen von Musik interessant finden. Also es ist auch da sehr unterschiedlich, je nachdem. Es gibt nicht den Groovy und es gibt auch nicht den Mettler insofern. Nee, ja. Eben, also allein, ob jemand jetzt lieber Mittelalter oder lieber Elektrosachen hört und auch natürlich da auch die ästhetischen Vorlieben von Cybergoth bis viktorianisch, also ist die Vielfalt riesig. Also von daher ist es schwierig, bei so vielen Subströmungen wirklich ein Gesamtbild zu haben. Und vielleicht umgibt man sich auch eher mit den Leuten, die man kennt. Also die Menschen, die ich kenne seit vielen Jahrzehnten und meine Freunde sind und sich da auch ästhetisch zugehörig fühlen, sind fast alle Atheisten und Agnostiker. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich halt eher mit Leuten umgibt, die halt prinzipiell auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Logo. Von daher ist das natürlich eine subjektive Stichprobe. Aber es wird viel mit so Symbolen gespielt. Und jetzt zum Beispiel ein Symbol, ich habe heute extra für die Halloween-Folge hier so eine Figürchen ausgepackt. Das ist die Santa Muerte. Die habe ich allerdings ausgepackt, um auf was anderes als Gruffdesign hinzuweisen, nämlich auf den Day of the Dead in Mexiko. Mhm. Hier gibt es ein Buch dazu, das ich ganz interessant fand, so ein bisschen, also auch auf persönlicher Ebene ein bisschen was darüber zu erfahren. Und, kannst du sagen, wie es heißt? Bitte? Ach so, du hast recht, das schöne Leben der Toten, vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende. Mhm. Also was ich hier als Verbindung sehe zur Grufti-Kultur ist, dass man ja halt sagt, okay, der Tod gehört zum Leben, man ist traurig, wenn Angehörige sterben, aber man kann versuchen, das irgendwie zu verarbeiten, indem man künstlerisch damit umgeht und dem den Schrecken nimmt. Also anstatt zu versuchen, so zu tun, als gäbe es gar keinen Tod und Trauer zu verdrängen, kann man natürlich auch proaktiv damit umgehen und das Ganze künstlerisch verarbeiten. Und ich glaube, das ist ja ein Teil der ganzen Grufti-Subkultur, eben negative Empfindungen, auch Tod, auch Ängste künstlerisch zu verarbeiten. So würde ich das interpretieren. Okay, ich hatte das eher als Feiern tatsächlich gesehen, dass man die Düsternis, also dass man das umarmt. Feiert. Ja, also im Sinne, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich so ähnlich wie Day of the Dead. Die gehen ja auch auf den Friedhof und machen bunte Figürchen und machen halt auch eine Familienfeier und sind fröhlich. Gut, also Das heißt aber nicht, dass sie happy sind. So. Das Bunte habe ich jetzt so bei der schwarzen Szene nicht so direkt. Das steckt auch schon im Namen. Das ist etwas unbunt eher. Dann google mal Cybergoth. Cybergoth. Oder viktorianisches Frühstück immer beim, viktorianisches Picknick beim BGT. Da siehst du, es ist nicht alles. Es gibt sehr viel bunt, es gibt auch sehr viel kreative Kunst, also auch in jeder Art von Schmuck und so weiter. Ja. Also ich will sagen, ich glaube, es wird halt positiv konnotiert,
aber das heißt nicht, dass die Leute sich freuen, dass irgendwer stirbt, ganz im Gegenteil, sondern dass sie sagen, das gehört zum Leben dazu, aber solange man lebt, sollte man halt glücklich sein, dass man lebt und man sollte einfach akzeptieren, dass das Leben auch endlich ist. Das ist ja auch der Gedanke vom Day of the Dead. Deswegen finde ich das kulturell interessant, weil ich da viele Parallelen sehe, persönlich zumindest, ja, in der Art, wie die Gruft, die Subkultur mit diesen Themen umgeht. Aber jetzt zurück zu dieser Frage mit den Geistern. Also es werden gerne tendenziell auch mal Geistergeschichten erzählt oder also auch bei Lesungen oder irgendwelche Bilder benutzt, die auch zum Beispiel ein bisschen geisterhaft aussehen, ob sich die Leute jetzt so anziehen oder ob sie halt andere Art von Kunst herstellen. Aber auch das würde ich alles als Inbegriff von, statt Ängste zu haben, künstlerisch damit umgehen und damit was Schönes draus machen und dadurch wiederum keine Angst davor haben. Also mein Subtext ist, düstere Dinge halt irgendwie positiv wahrnehmen und ihnen damit den Schrecken nehmen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Deswegen finde ich indem halt, indem man sich so einen süßen Tod auf seinen Laptop pappt. Ja, zum Beispiel. Ja, genau, ohne Quatsch. Ja, der so, ist super. Also, er sieht ein bisschen aus wie der angebissene Apfel von den Beatles-Platten mit zwei sehr großen Wurmlöchern drin, aber die Sense erklärt es dann. Es wurde auch hier und im Chat schon hingewiesen auf den Film Coco. Ich finde den dermaßen großartig. Also es gibt muss ich sagen, viele Filme oder einige Filme, die so eine traurige Komponente haben, wo ich mir manchmal denke, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, es hätten jetzt nicht unbedingt die Eltern sterben müssen. Ich hätte den Film, glaube ich, auch so gut gefunden. Bei diesem Film, nicht, dass da die Eltern sterben würden, aber bei diesem Film muss ich sagen, das ist ein Film, der ich von vorne bis hinten sowas von perfekt finde, ganz subjektiv, wie der mit dem Thema Tod umgeht. Und dass, dass ich wirklich, also danach haben meine Frau und ich auch gesagt, vielleicht sollten wir uns auch so eine Wand irgendwo zu Hause hinhängen, wo einfach Leute, die verstorben sind, in einer Pose, wo man sieht, dass sie glücklich sind, einfach immer bei uns präsent sind. Weil das eine Welle von positiven Gefühlen ausgelöst hat, der Film bei mir, den fand ich wirklich beeindruckend. Und das ist ja genau dieses, da geht es ja eben genau darum. Aber das, ich sag mal, das ist ja eigentlich genau das, was viele ältere Leute machen, dass man sich so die verstorbenen Verwandten irgendwie hinstellt. Und ja, es scheitert manchmal so ein bisschen dran, dass die schon etwas länger verstorbenen Leute auf den Fotos nicht so glücklich aussehen, wie man es gerne hätte. Vielleicht an der Art, wie man früher Fotos gemacht hat. Ja, ja, mit diesen Kragen, wo du dich hinstellen musstest und dich anlehnen musstest, ja. Und auch die Kinder. Ja, es gibt großartige Fotos von meinem verehrten verehrten Bernd das Brot Miterfinder Norman Köster, der neben einem Osterhasen Impersonator sitzt. Das habe ich schon mal gesehen. Oh ja. Das hast du schon mal irgendwo geteilt oder so. Das ist so furchtbar. So da, und es ist so ein wirklich ein Monstrum von einem Osterhasen, hast du das schon mal irgendwo im Netz geteilt, das Bild? Norman hat es geteilt und ich habe es geteilt. Sowas habe ich selten gesehen. Das ist Albtraum. Ein Albtraum vor dem Herrn. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass die Grufti-Szene mehr dem Übernatürlichen zugetan ist, Tommy. Ich glaube, das ist eher ein Vorurteil und ich glaube, dass es da wie in der gesamten Gesellschaft eben einen Teil von Menschen gibt, die dem zugetan sind und einen Teil, der dem nicht zugetan ist. Bei der Gothic-Szene so im Allgemeinen mit der eheren Assoziation, ich rede auch schon wieder so ein Quark, also das alles, was Lydia beschreibt, das ist alles Quatsch. Drängt diesen Eindruck vielleicht auf, aber ich kenne auch sehr viele Gothics, die halt mit dem ganzen Kram auch gar nichts am Hut haben. Sicher, wenn man sich näher beschäftigt und ich meine, jetzt habe ich durch die ganzen Conventions und so weiter, wo ich immer unterwegs bin, natürlich gesehen, wie viel unter Kategorien oder wie auch immer es da gibt und wie bunt die Szene tatsächlich ist. Mhm. Trotz allem sehe ich dann schon mehr Pentagramme als jetzt bei den An der Stelle noch, ich glaube auch diese die Pentagrammnummer, ich habe den Eindruck, dass das eher so eine Art metaphorische Assoziation ist mit dem Klischee von Hexen. Und wenn man dann weiterdenkt, was sind Hexen, so in der, ich sag mal, Vorstellung, dem Klischee von Hexen, wären das so die Frauen, die am Waldrand lebten und mit Kräutern umgingen, aber auch irgendwie unverstanden waren und irgendwie sich nicht als Teil des Restes vielleicht fühlten. Das ist ja so immer die Frau am Waldesrand mit ihren Kätzchen. Und was wirklich ein Klischee ist, möchte ich betonen. Ja, klar ist das ein Klischee. Das hat mit der realen Hexenverfolgung nichts zu tun. Ja, voll. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eher auf dieses Klischee anspielt von du bist irgendwie hier am Rande. Also du fühlst dich nicht so vielleicht zugehörig zu dem Durchschnittsleben, sondern hast den Eindruck, du hast Besonderheiten. Also dieses irgendwie anders sein. Und ich glaube, eine Hexe kann metaphorisch als Archetyp oder so, kann das für, du bist irgendwie anders
und die Leute finden dich vielleicht auch komisch, weil du anders bist, aber du hast ja auch Stärken. Du kannst mit Kräutern umgehen und bist nett zu Katzen oder so, jetzt um alle Klischees mal rauszuholen. Das sind jetzt wirklich alle. Aber kannst vielleicht gut backen, besonders Lebkuchen. aber vielleicht ist es eher die Assoziation mit den Klischees von der Person, die am Rande steht und vielleicht auch missverstanden wird. Und ich glaube, das ist eher sowas. Ach so, also die Mettler, die da mit Iron Maiden-Shirts rumlaufen, mit irgendwelchen Monster-Aufdrucken, also du willst halt einfach auch anders sein und du möchtest auch ein bisschen provozieren. Und natürlich kannst du mit einem Pentagramm, wenn du jung bist und 14 bist und ein Pentagramm dir erstmal um den Hals hängst, dann musst du gar nicht in der Tiefe unterwegs sein, wie du es beschrieben hast, Lydia, sondern dann regen sich deine Onkels und Tantens bei der nächsten Familienfeier auf und das reicht dir schon, weil du halt nicht so spießbürgerlich sein willst wie alle anderen, die am Tisch sitzen und damit hast du schon deine. Du kannst dir aber auch ein Hoxilla-Shirt anziehen. Ja, da bist du auch sofort Außenseiter. Also ich habe sofort. Ich habe bei dem Norman ein Foto gesehen, das hat er öffentlich bei Facebook geteilt. Darum gehe ich stark davon aus, das kann jeder im Internet sehen, dass ich das hier zeigen darf. Das ist jetzt aber kein Osterhase, aber ich muss sagen, es hat so eine ähnliche Wirkung. Ach, oh ja. Okay. Oh, ja. Denn das ist tatsächlich ein Nikolaus, Santa Claus mit einer Plastiklarve, scheint mir, über dem Gesicht. Ja. Was, also wirklich. Oh Gott. Ja, also ich muss sagen, jetzt kommt mal eine Anekdote von mir. Ich erinnere mich an meine Kindheit auch. Eine Drogerie bei uns in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, hat immer in der Adventszeit so eine Schaufensterpuppe mit Weihnachtsmannkostüm ins Schaufenster gestellt. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich alles getan habe als Kind, um nicht an dieser Drogerie vorbeilaufen zu müssen. Okay. Und das hat mich, also dieses Ding hat in mir noch ungute Gefühle ausgelöst. Da muss ich irgendwie 14 gewesen sein. Meine Fresse. Es sollte eine nette Schaufensterdekoration zu Weihnachten sein. Ja, diese halb bewegten Puppen, die auch früher in Apotheken. Nein, eine ganz normale Schaufensterpuppe mit Weihnachtsmannkostüm. Und das fand ich so großartig, weil ich irgendwie vor 3 Tagen den vierjährigen Sohn meiner Freundin vom Kindergarten abgeholt habe. Und wir liefen also nach Hause und kamen an einem Haus vorbei und er sagte, da sitzt ein Skelett vor der Tür. Da hatte ich immer tatsächlich ein lebensgroßes Plastikskelett vor seiner Tür stehen. Und das fand er völlig entspannt. Das fand ich irgendwie sowas von großartig. Aber auch angenehm. Ich glaube tatsächlich, Alexander, dieses Foto von dem gruseligen Hasen ist ein bekanntes Meme und der Norman ist. Also das hat sich verknüpft in meinem Hirn, weil ich das Bild so gruselig fand. Okay. Aber ich habe dieses Hasenfoto auch vor Augen. Also ja, aber ich glaube, das gibt es. Das werden wahrscheinlich jetzt Leute im Chat teilen. Genau, ist das nicht irgendwie Halloween-Kostüme der Geschichte oder Geschichte der Halloween-Kostüme oder irgendwie so? Aber apropos gruselig, kurze Anmerkung. Ich dachte gerade daran, ich habe mir vor kürzlich ein Buch gekauft mit den Fotografien, die es mal gab, von Menschen, die gestorben sind. Und in der Zeit, als Fotografien teuer waren, da haben die Leute ja den verstorbenen Angehörigen noch zwischen die Familie gesetzt und fotografiert. Als was? Als Erinnerung, die Totenfotografie. Ja. Zumindest war das in den USA und in Irland ist das ein großes Ding, diese Wakes. Ja, so, und da haben die wirklich einfach die Toten neben die Lebenden gesetzt als Erinnerung. Und wo wir heutzutage denken, oh Gott, wie gruselig. Aber das war die Zeit, wo man die Toten halt zu Hause hatte. Ich habe auch noch irgendein Foto von irgendeiner Verwandten, die halt im Wohnzimmer aufgebahrt ist. Das war ja vor gar nicht so langer Zeit, war das halt jetzt nicht so unüblich. Und wenn du halt mit dem Tod zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes Umgang findest und auch Leichen als etwas empfindest, was halt zum Leben dazugehört, dann ist das gar nicht so spooky, wie wenn wir jetzt drauf schauen und denken, wow, du kannst doch nicht das tote Kind neben ihre lebenden Geschwister setzen. So. Aber da sieht man, wie stark die Kultur ja auch formt, ob uns was entsetzt oder nicht. Für die Leute damals war das recht normal, mit der Leiche umzugehen, bis sie bestattet wird. Ich denke da nochmal drüber nach, ob ich diese Art von Normalität dringend in meinem Leben benötige. Aber es kann durchaus sein, dass es einen therapeutischen Effekt hätte, wenn ich von vornherein schon dran gewöhnt wäre, mit Sicherheit. Aber jetzt so im Nachhinein dann zu sagen, wir führen das jetzt mal schnell ein. Nee, aber ich dachte einfach nur so als Beispiel, dass wenn du natürlich von Kind auf lernst, dass das normal ist und du gar nicht das als Schrecken erlernst, dann wirst du das vielleicht auch niemals so empfinden. Und wir sind es halt gewohnt, dass Menschen irgendwo sterben, im Krankenhaus oder so, und dann sehen wir halt typischerweise wenig davon. Ja, ich denke mal, das ist schon was anderes. Und deswegen nochmal
letzter Punkt zu Gruftis. Ich glaube, dieser Umgang mit es gehört zum Leben. Deswegen finde ich den Day of the Dead auch so passend. Mhm. Das ist halt einfach viel vom Schrecken, von Krankheit, von Traurigkeit, von Tod wird weggenommen, wenn du es als Teil akzeptierst. Kann ich nachvollziehen. Und auch vielleicht und sogar positiv konnotierst. In einem gewissen Rahmen, dass du ja halt sagst, okay, so, also positiv so wie der Day of the Dead, wo die Leute halt wirklich feiern auf dem Friedhof. Und sie feiern klar ja nicht, dass die Person tot ist und weg ist, sondern sie feiern einfach, dass sie da gab war und dass ja sie immer noch genau ein Teil von ihnen ist. Das ist ein positiver Umgang mit ja was traurig. Also wir reden jetzt nicht von der klassischen Wiener Todessehnsucht, oh bitte, ich möchte sterben, sondern ja. Nee, gar nicht. Das fand ich ja ganz interessant. Ich hatte das, ich weiß nicht, oder war es mal im Vorgespräch, es gab eine Fernsehserie im ORF, also im österreichischen Fernsehen, was ich in München ja empfangen konnte. Ich war einer der wenigen Menschen, die 5 Fernsehprogramme hatten früher. Völlig krank. Und der ORF hat großartige Kindersendungen gemacht, die aber sehr oft auch so einen etwas düsteren Kniff hatten. Und da gab es ein Marionettenspiel, Dobby und Tobias, im Zirkus von Clown Habakuk. Und ich hatte immer sehr große Angst vor Clowns. Nebenbei bemerkt, der war aber irgendwie okay. Aber diese zwei Marionetten, Dobby und Tobias, ein Hund und ein Affe, die waren gerne auch mal auf... Also das, woran ich mich am meisten erinnere, war ein Planet, da war ein Roboter, der hat gesagt, bitteschön, baut's mir auseinander, ich will sterben. Und dann haben die dem den Gefallen getan, ihn langsam auseinanderzubauen und er wurde immer glücklicher und am Schluss hat gesagt, jetzt geht's mir gut. Und da war die Folge aus. Also na, das für Kinder. Für Kinder. Das war echt gruselig. Also das hat, also heute würde ich da eher an den Kannibalen von Rothenburg denken, weil das wirklich unangenehm. Gut, sie haben jetzt den Roboter nicht gegessen, aber das war schon sehr abgefahren. Aber ja, und also dieses Klischee, dass der Wiener an sich eine Todessehnsucht hat, da können wir Martin Moder mal dazu befragen, wenn er wieder da ist. Nicht nur der Nachname spricht ja Bände, sondern ja, also das ist ja, wenn man sagt, bitte geh, ja, komm, okay, du Schwammerl, geh sterben. Mhm. Ja, wo sagt man denn sonst sowas? Geh sterben. Ja, also da steckt schon irgendwie was drin. Mhm. Gott, jetzt erinnere ich mich wieder an diese. Also Clowns, bevor wir jetzt als allerletzte noch zu diesen Tonbandaufnahmen kommen, ich finde ja, dass auch das sogenannte Uncanny Valley, ich weiß nicht, wer von euch mit dem Begriff was anfangen kann, einen ganz, ganz massiven Effekt hat. Alexander, du nickst weise, das heißt, du weißt, was damit gemeint ist? Huch. Nein, er muss niesen. Achso, er weiß es nicht. Okay. Also, das Uncanny Valley ist, nehmen wir mal an, du hast eine 3D-Animation, das ist zum Beispiel in dem Film Beowulf sehr, sehr gut zu sehen. Das ist ein 3D-animierter Film mit einem tollen Drehbuch von Neil Gaiman, aber die Figuren sind etwas verzerrt dargestellt. Also das ist schon, du sagst, das ist der Schauspieler, der kennst ihn auch, obwohl es 3D ist und der Kopf ist aber sehr groß, der Körper ist etwas zu klein und du hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist falsch, das ist falsch. Und ich glaube, das Uncanny Valley, das könnt ihr alle mal googeln, das bezieht sich irgendwie darauf, dass es da so ein Tal gibt. Mhm. Innerhalb dieses Tals hast du dieses Gefühl, davor und danach eher nicht. Und das ist auch bei Clowns tatsächlich so, wenn du von fern in der Manege den Clown, du sitzt in dem Zuschauerraum, du siehst den Clown da unten und der hat diese riesigen Augen und er hat diesen großen Mund und du hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist falsch. So sehen Menschen nicht aus und dein Hirn macht die ganze Zeit, rattert die ganze Zeit und sagt falsch, 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 falsch. Und bei mir hat sich das als total gruselig abgelegt. Also ich hatte immer Angst vor Clowns als Kind schon, aber es gibt viele Leute, die haben damit gar kein Problem. Das heißt, du leidest an Kulrophobie. Genau. Ja, genau. Ich leide, also Phobie ist es jetzt in dem Sinne nicht oder nicht mehr. Ich hatte auch, muss ich sagen, ein großes Trauma. Wir waren früher also öfteren in dem Zirkus Krone, der hier in München ja einen festen Bau hat. Und da gab es den Weißclown und den August, also eine ganz klassische Aufteilung. Und der Weißclown, der war immer so arschig. Der hat immer mit so einem bösartigen französischen Akzent auf den August eingeredet und gesagt, aber August, was machst du da? Du machst dir wieder alles kaputt. Ich hasse dich, wenn du immer machst alles kaputt. Jetzt spielst du richtig mit der Violine. Warum spielst du nicht richtig mit der Violine? Er macht die Violine kaputt. Ich habe den gehasst. Das war ein bösartiger, unangenehmer, entschuldigt, es hat nichts mit Spuk zu tun. aber ich könnte ewig über. Ja, aber dieses Gefühl, dass das mich immer noch schon gruselt tatsächlich, wenn ich zum Beispiel Werbeplakate von der Neuverfilmung von Es sehe, fühle ich mich unwohl.
Ja, geht mir aber auch so. Wie geht's das auch, hat ja. auch? Das hat nicht nur was mit dem Uncanny Valley zu tun, sondern Clowns machen uns auch Angst, weil wir eines Kanals beschnitten sind. Wir wissen ja nicht, was die Emotion des Clowns wirklich ist. Und wir können ihn nicht lesen. Wir können ihn nicht lesen und das macht uns unwohl sein. Aber er hat doch da diese Träne, ist doch ganz eindeutig. Ja, aber er lacht dann auch zeitgleich. Also das macht es für uns unangenehm. Und Uncanny Valley, ein schönes Beispiel dafür übrigens, wo wir das selber sehr gut merken können, ist, wenn wir uns den ersten Terminator-Film nochmal angucken. Die Szenen, wo sie einen animatronischen Kopf benutzen, statt Arnold Schwarzenegger. Es gibt Szenen, wo er geschminkt ist und manchmal benutzen sie einen animatronischen Kopf und du siehst es einfach super gut, weil wir extrem gut darin sind, das unterscheiden zu können. Die haben sich extrem große Mühe gegeben, dass das gut funktioniert. Einige Sachen konnten sie aber damals halt noch nicht mit dem Computer machen. Dann musstest du halt eine Puppe nehmen und das siehst du halt sofort. Komisch, ne? Heute würde man sagen, ja gut, wenn du da nochmal mit einem digitalen Effekt drüber gegangen wärst, wäre es gut gewesen. Damals hat Cameron nicht die Möglichkeit gehabt, da sind wir so gut drin, genau diesen Cut-Off zu erkennen, das ist nicht mehr echt. Und das wird uns beim Clown übrigens auch genommen. Wie sind wir denn jetzt drauf gekommen? Ganz weil ich wieder völlig bewusstseinsstrommäßig komplett abgelenkt bin. Entschuldigt bitte. Ich muss unbedingt nochmal zu dir zurückkommen, Tom. Diese Dinge, die da hinter dir in den kleinen Schubladen sind. Ich denke die ganze Zeit, weißt du, wenn dann der Talk zu Ende ist, dann machst du kurz die Schublade auf und sagst, und bist jetzt ruhig und machst die Schublade wieder zu. Schlimm wäre es, wenn jetzt einer aufgehen würde. Ihr habt nichts gesehen. Nein, ist das jetzt gerade so dein Ghost Hunter HQ, in dem du dich da befindest, oder ist es einfach nur der Hobbyraum? Das ist so mein Hobbyraum. Da hinten sind Miniaturen drin. Okay. Miniaturen? Tabletop. 28 mm Miniaturen. Ach so. Ich dachte schon, irgendwie so klein gezauberte Kunden oder sowas. Nee. Diese Dame hier hatte das Problem. Meine Fresse. Dann gibt es jemand, Holm, der hat ganz am Anfang des Talks schon gefragt, wer zeigt denn da dauernd von der einen Seite das Victory-Zeichen in Holms Bild hinein? Was? Ach so. Ja, das ist. Du hast irgendwie mit dem Bildschirmausschnitt meine Holzpuppe rausgeschnitten. Das ist ein Trainingsgerät. Die sieht man sie irgendwie. Ja, doch, wir sehen die. Ja. Okay, gut. Genau, jetzt sehen wir nur den Boxsack nicht mehr. Ja, nur das ist ja auch okay. Den muss man ja auch nicht sehen. Ja. Du haust einmal am Tag da auf dem Ding rum, oder? Nur so Interesse halber. Das wäre schön, wenn ich das tun würde. So fleißig bin ich leider nicht, aber ab und zu trainiere ich damit, ja. Okay. Ich weiß, das hat überhaupt nichts mit Geistern zu tun, aber ich wollte es jetzt einfach einmal gefragt haben, als es ankam. Bernd, eine Frage noch. Tatsächlich, jetzt endlich kommen wir zu diesem Thema, bevor wir dann bald aufhören müssen, weil die Lydia nämlich früh raus muss. Du hast ja... Ich habe darauf verwiesen, dass Elf auch mal... Ich würde gerne noch ein paar kritische Punkte zu Ghostman dann auch ansprechen. Ich würde das gerne ans Ende setzen, tatsächlich, weil ich jetzt noch eins dieser Themen kurz anschneiden möchte, die uns ja bei diesem Thema, also die zumindest für mich sehr affin sind, nämlich diese, früher hießen sie doch Electronic Voice Phenomena. Genau, Electronic Voice Phenomena, die man früher auf Tonband aufgezeichnet hat, so Leute, die mit Tonbändern rumgelaufen sind und nichts aufgenommen haben und sich dann ganz laut angehört haben. Bernd, da kannst du bestimmt viel davon erzählen und ich höre dir so gern zu. Ja, nö, das ist ja eigentlich was wir von Tom gerne wissen möchten. Also zu diesem elektronischen Equipment, wir haben jetzt, also soweit ich das weiß, gibt es halt diese Geräte, mit denen man elektromagnetische Felder messen kann. Ich glaube, Thermometer verwendet ihr auch, weil es halt die Theorie gibt, dass wir wenn Geister sich manifestieren, dann saugen sie aus der Umgebung Energie, deshalb sinkt die Temperatur. Das ist das, was Alexandra eben gesagt hat, was manche Ghost Hunter Gruppen eben als Beweis sehen und was ich halt, als ich mit solchen Gruppen unterwegs war, erlebt habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die legen halt Tom, du hast gesagt, von einem Luftschutzbunker, da würde man jetzt dann zum Beispiel so ein Aufnahmegerät hinlegen, würde das eine Stunde laufen lassen, dann nimmt man es mit nach Hause, dann passiert das, was Tommy gesagt hat, man verstärkt das extrem und hört dann manchmal da irgendwelche Stimmen oder irgendwas drauf. Der Tom macht das nicht, aber andere machen das. Nein, aber wir hören das, hören, was heißt extrem, wir verstärken es minimal in der Lautstärke möglich, eventuell, aber nicht extrem. Aha, okay. Und wenn wir dann was hören, dann notieren wir uns das. Es hören sich mehrere Leute, hören sich das ab, hören sich das an. Und dann vergleichen wir hinterher, ob die auch da an der Stelle was gehört haben. Aber es ist relativ selten, dass wir wirklich was hören, weil es gibt so viele Umgebungsgeräusche.
die da mit einspielen können. Du brauchst allein bei so einer Untersuchung auch im Bunker, brauchst du nur den Fuß zu bewegen auf dem Boden. Dann hast du schon so ein Ratschen. Magenknurren. Das kann sogar als Dämonengeflüster interpretiert werden. Es wird gerne gemacht. Das ist es bei mir auch, glaub mir. Das kann nicht natürlich ein Ursprung sein, aber gut, das ist speziell also, bei mir so. Wenn wir so Tonaufnahmen machen, aktiv oder passiv, dann gerade wenn es aktiv ist, dann äußern wir auch lautstark das, was wir gerade hören. Ob es jetzt ein Auto ist, das vorbeifährt oder wo vielleicht was runtergefallen ist, der eine hat sich bewegt, das notieren wir dann verbal. Und manchmal haben wir das eine oder andere, haben wir eine Sequenz, die interessant sein könnte, aber es stellt sich manchmal heraus, dass es einfach was Natürliches ist. Ja, also Tom, eine Anmerkung. Ich habe nämlich tatsächlich mal 2, 3 dieser Videos gesehen bei YouTube und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll, als sie da die ganze Zeit den Text runterschreiben, den jetzt der Zuschauer da in diesem Geraschel hören soll. Und es fällt mir manchmal schwer nachzuvollziehen. Ich verstehe, dass die Leute das glauben wollen. Und wenn jemand was glauben will, glaubt das auch. Aber denen ist schon klar, dass das so einfach anders zu erklären ist, dass ich mich frage, verarschen die sich selbst oder machen die das für den Show-Effekt? Oder ja, also es wirkt wirklich wie so misheard Lyrics, weißt du, wo du irgendwie einen Text irgendwie hörst also, und einfach weißt, wenn du jetzt googelst, aber hat das nicht gesungen. Genau, ja. Also es ist so, bis vor 5 oder 6 Jahren haben wir immer noch den Text auch drunter geschrieben, wenn wir mal was gehört haben oder hinten dran gehängt, was wir gehört haben, aber die Leute gebeten, es selber nochmal zu hören. Wir machen es nicht mehr. Wir machen es grundsätzlich nicht mehr. Es ist im Grunde eine reine Suggestion von dem, was man hören soll. Ja, mehr ist es aber nicht. Das muss doch den Menschen, die sich Ghost Hunter nennen und sich damit beschäftigen, ist klar, dass das die wissenschaftlich einfachste Erklärung ist, die ja auch in diversen anderen Kontexten vor allem belegt ist. Wollen sie das einfach nicht wahrhaben, so wie ein Gläubiger, der halt auf jeden Fall es glauben will, das meine ich, ist der Wunsch ist zu glauben so viel stärker als jede rationale Einsicht? Lüde, du musst sehen, dass viele Ghost Hunter und Paranormal-Ermittlergruppen mittlerweile YouTube als eine neue Plattform angesehen haben, um da auch berühmt zu werden. Und je mehr Ergebnisse liefern, desto mehr befriedigen sie den Wunsch der Leute nach Paranormalem. Das ist einfach vollkommen falsch. Tom, magst du vielleicht noch ein paar Worte zur Ghostbox sagen, was das ist und warum ihr die nicht benutzt? Die meinst du die Ghostbox, die Spiritbox oder das Portal? Ja, die Spiritbox, genau. Ja. Die Spiritbox gibt es in verschiedenen Ausfertigungen. Das ist im Grunde sieht aus wie so ein kleines Transistorradio, was in erhöhter Geschwindigkeit die Radiofrequenzen abscannt und dann irgendwelche Wörter, Sätze oder auch Silben auswirft. Stopp, was? Es geht durch das FM-Radiosignal oder das UKW-Radiosignal. Genau. Schnell. Ja, und es wirft irgendwelche Silben oder Wörter oder Also Sätze aus. Von irgendwelchen Programmen, die es empfängt. Genau. Also es ist so ein bisschen das Wetter und sowas. Und dazu gibt's eine schöne Anekdote zu. Anekdote trifft zu. Anekdote, ja. meine Lebensgefährtin hat einen Spitznamen Clodi. Wir waren in Irland gewesen, haben das mal ausprobiert, weil uns das angeboten wurde von einem Ghost Hunter-Team in Irland. Und das hat dann irgendwann ein Wort ausgeworfen, was Clodi hieß. Es war schlechtes Wetter draußen. Oh nein. Ja, und es kann sein, dass ein Wetterbericht gerade gescannt wurde. Und die Kollegen, die von uns mit dabei waren, von einem anderen deutschen Team, sagten, hör mal, das hat den Namen von der Claudia ausgeworfen. Wieso? Hey, denkt mal nach. Ist das geil. Ja. Und viel aber ich glaube, wir reden im Moment, zumindest würde bei mir als Zuhörer so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass wir aneinander vorbeireden, weil eigentlich Tom die ganze Zeit seine Erfahrungen als Ghost Hunter, als, sagen wir mal, auch ein bisschen gereifter Mensch, der das als Hobby noch betreibt. Gereift in welcher Hinsicht? Nein, mach dir keine Sorgen. Alt genannt. Hier ist Erfahrung, nicht nur im Ghost Hunting, gereift, sondern auch im realen Leben hat. Und das, was Lydia jetzt gerade angeführt hat, ja eher Dinge sind, die ihr zumindest in der Form bei euch nicht machen würdet. Aber das ist natürlich, also ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren bei der SCAPCON zum Beispiel die Hayley Stevens eingeladen, die in Großbritannien als Teenager in so einem Team war, was eben ein Team aus lauter Teenagern war und dementsprechend
okay. die dann irgendwann gesagt hat, also Leute, wir müssen doch eigentlich genau das machen, was Tom sagt, was dazu geführt hat, dass sich ihr Team einfach aufgespalten hat. Das ist also einen Teil gehabt, der lieber mit Medium und Ouija-Board und so weiter durch die Gegend ziehen wollte und der andere, der sagte, wir suchen natürliche Erklärungen und versuchen den Leuten irgendwie zu helfen. Und die ist zumindest mal in der britischen Szene doch sehr, sehr stark ausgegrenzt worden dann. Also das. Ich sag's mal so, ich habe das der Lydia in der E-Mail auch geschrieben, vielleicht erinnert sie sich dran, dass ich in dieser deutschen Ghost Hunter Szene, kann man mich fast als Persona non grata betiteln. Mhm. Weil ich sehr kritisch auch mit den Geräten umgehe. Wir haben auch einen Skeptiker bei uns im Team, das ist ein studierter Archäologe, der vor einem Jahr zu uns gestoßen ist. Ein absoluter Skeptiker. Der macht bei uns mit, weil er einfach mal die Erfahrungen sammeln möchte, ob da nicht vielleicht doch an dem einen oder anderen was dran ist. Was ich sehr charmant finde, gerade bei einem Skeptiker, zu suchen, ob nicht doch was dran ist, so wie das die Quupp ja irgendwie auch macht, zu sagen, und jetzt machen wir mal Wünschelrouten und so weiter. Das finde ich ja gut, grundsätzlich. Ja, aber wir haben ja zum Beispiel vor 2016 war das, wo Alexa bei uns mal dabei war. Da hatten wir die Thematik Ghost Hunter meets Skeptiker, weil wir einfach versuchen, so einen Brückenschlag in die Skeptiker-Szene zu schlagen, um ihnen zu zeigen, wir sind nicht alle Spinner, wir sind normal denkende Menschen, die auch nachdenken und mit Vernunft rangehen. Alexa war mit zwei Leuten in so einem Holzverschlag drin gewesen und Wula frug die ganze Zeit, es war dunkel schon, und Wula fragt, mach dich bemerkbar, vielleicht durch ein Klopfzeichen. Du hörtest ganz leise zwei Klopfzeichen. Dann frug Wula, wiederhol das. Halt diese Reproduktion, was wir immer wieder versuchen, ist nochmal zu wiederholen. Es kam wieder. Und Alexa musste dann raus. Ja, ich habe gesagt, Feierabend, ich mag jetzt hier nicht mehr im Dunkeln rumstehen. Und das vor neun, wo wir gewesen sind in Köln, ein Langzeitprojekt von uns ist, wir waren, glaube ich, 6 oder 7 Mal da, waren wir das nächste Mal da und haben mal geguckt, was kann denn dahinter stecken? Wir haben dann rausgefunden, dass dieses Klopfen vom Alexander kommt, der hinter dem... Nein. Der unbemerkt. Nein. Sich nach Köln, Das war dieses Klackgeräusch, dieses doppelte Klackgeräusch, wenn ein Waggon über die Schienennaht fährt. Und wir haben ungefähr 300 Meter weiter entfernt einen Güterbahnhof. Oh. Das war, dieser Raum war dann wie so ein Resonanzkörper. Es hätte natürlich gut gepasst mit dem Klopfen, weil es gibt die Geschichte, dass im vor neun irgendwie zwei Kinder vergraben sein sollen. Hätte natürlich gut gepasst. Aber wir haben dafür wiederum eine gute Erklärung gefunden. Mein Gott. Und an der Stelle die wenigen Geschichten, wo du selber sagst, du findest keine Erklärung. Wenn man jetzt sehr viel Zeit und ein Team hätte mit vielen Messmethoden, könnte man sowohl bei der Tür als auch da, wo ihr übernachtet habt, natürlich vielleicht eine längere Untersuchung machen. Und vielleicht würde man dann auch wahrscheinlich aus meiner Sicht, auf etwas stoßen, was ihr jetzt auf die Schnelle nicht gefunden habt. Die Alexa nicht, also, weil die wäre dann schon weg. Staubwolke, aber meilenweit. Also, ja, es könnte sein. Wobei, da wo wir übernachtet haben, da haben wir 10 Jahre lang gewohnt. Mhm. Es ist aber nie wieder passiert. Also die Reproduktion. Es ist nie wieder passiert. Aber da komme ich gerne mit meiner Story mit den Füchsen in London, mit denen ich nie gerechnet hätte. Und ob da jetzt irgendein Tier oder weiß Gott was, du weißt, was ich meine, es gibt immer Faktoren, auf die du nicht kommst, bis du sie zufällig entdeckst und denkst, so wie gerade mit dem Ford, wo man nicht drauf kommen würde vielleicht, wenn man jetzt nicht dann doch irgendwann die Lösung hätte. Ja. Wir wollten einfach gucken, was wirklich dahinter steckt. Ja. Und es ist so, dass wir heute sogar noch über Ergebnisse diskutieren im Team, die wir vielleicht vor 5, 6 Jahren mal hatten. Ob wir nicht vielleicht doch eine Lösung finden. Schön fand ich übrigens auch bei dieser paranormalen Untersuchung da an dem Fort 9, dass wir an einer Stelle, ich glaube, da ging es auch schon so auf den Abend zu, es wurde ein bisschen dunkler, als wir durch die Räume gegangen sind, an verschiedenen Stellen so blutige Handabdrücke an der Wand gesehen haben und auch so blutige Einmalhandschuhe auf dem Boden und so. Und wo wir wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wo mir echt für einen Moment die Muffe ging, ich dachte, um Himmels Willen, was ist hier passiert? Bis wir dann, glaube ich, drauf gekommen sind, dass du das Ding halt, also du kannst da hin, wenn du vorher anfragst. Und das können natürlich auch Leute, die da, weiß ich nicht, irgendwie einen Film drehen oder weiß der Geier. Ach so, mein Gott. Als Kulisse nutzen oder so, ne? Also ich wusste, dadurch, dass ich halt mit der Verwalterin gesprochen habe, wusste ich, dass da 2, 3 Tage vorher ein Horrorfilm gedreht wurde. Ah, okay. Aber das hast du der Alexa nicht gesagt. Ich habe es nie, das ist ja grundsätzlich.
grundsätzlich bei uns so. Wenn wir zu einer Location fahren, es weiß immer nur einer oder maximal zwei Leute aus dem Team, was für Geschichten davon. Das ist auch ein interessanter Punkt übrigens. Ja, und halt, es ist gleichzeitig schlau und ein bisschen dumm, wenn man jetzt mit blutigen Handschuhen, also ich meine, da hättest du jetzt theoretisch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich erzähle dir jetzt nicht, was hier sonst so ist, aber sei dir gewahr, hier wurde gerade ein Horrorfilm gedreht, wenn du Blut siehst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es sich nicht um echtes Blut handelt. Aber ich gestehe, ich hätte es der Alex auch nicht erzählt. Ja. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Mal, Tom, wart ihr schon mal im Grand Hotel Waldlust in Freudenstadt? Das ist... Wer nicht? Das ist irgendwie in Baden-Württemberg oder so, kann das sein? Ich glaube so Schwarzwald. Ja, wir hätten reingekonnt, aber das ist sowas von überlaufen von Ghost Huntern. Ich bin auch mal... Ich wurde sogar mal von der englischen... Hallo, können wir kurz rein? Nee, warte, wir sind noch nicht fertig. Okay, nee, warte mal. Die hatten die Nummer gezogen. Lass die jetzt erstmal rein. Okay. Nee, ich wurde sogar mal von der englischen Serie angesprochen, ob ich da nicht mit englischen Promis rein will, um den Geisterjagd zu zeigen. Aber es war zu voll. Nee, komm, weil du kannst davon ausgehen, dass es gefaked ist. Mhm. Dieses mit dem Fernsehen möchte ich auch noch kurz anbringen. Mhm. Unser Team ist zum Beispiel eins, das es grundsätzlich ablehnt, mit dem Fernsehteam bei Privatpersonen aufzutauchen. Mhm. Das möchte ich mal wirklich anmerken. Mhm. Weil du siehst öfters ja auch Teams, die im Fernsehen da bei Leuten auftauchen. Wir haben auch sogar Anfragen von Privatklienten, die uns Geschichten erzählen und sagen, ja, aber bringt bitte ein Fernsehteam mit. Ja. Hashtag Persönlichkeitslüge. Holm, du hattest vorhin noch was auf dem Herzen, was so das Ghost Hunting an sich angeht. Ja gut, das war zum einen der Aspekt mit der Hayley Stevens, dass natürlich nicht alle, die Ghost Hunting betreiben, da so rangehen, wie der Tom das tut. Ja. Und dass natürlich, selbst wenn man da einigermaßen kritisch dran geht, das natürlich möglicherweise einen Impact hat, den man nicht beabsichtigt hat. Ich gehe jetzt mal zurück in die Zeit, als ich noch nicht geboren war und als in Deutschland Hans Bender, Professor in Freiburg, Psychologieprofessor, sich mit der Aufklärung, also der war natürlich Parapsychologe und hat auch selbst an seltsame Dinge geglaubt, aber der hat im Wesentlichen versucht, Geistersichtungen auch kritisch zu untersuchen und aufzuklären. Mhm. Der hat aber allein dadurch, dass er sich damit beschäftigt hat, einen solchen Geisterboom ausgelöst und dadurch, dass er das sozusagen dem so eine gewisse Seriosität gegeben hat, dass danach, also ich erinnere mich aus meiner Kindheit an den Chopper, das war irgendwo aus dem bayerischen Raum, glaube ich, den könntest du auch schon auch noch mitgekriegt haben, Tommy. Ja, ich erinnere mich an das Wort und das war auch irgendwie relevant. Das, aber das war ein Poltergeist in einer Zahnarztpraxis. Ach, natürlich, ja, der hieß Chopper. Ja, natürlich, genau, weiß ich so das. Aus dem Spucken. Wir waren völlig aus dem Häuschen und wir fanden es alles so geil und ich war so enttäuscht. 1981, als das, ja. Mai 81 war ich war das, so ja. enttäuscht, dass das dann irgendeine dämliche Assistentin oder so war, die in ein fucking Rohr gesprochen hat. Ich war so enttäuscht. Ich fand's so geil. Ich hätte mich so gefreut, wenn das echt gewesen wäre, aber gut. Ja. Aber Holm, ja. Weißt du, was uns noch im Team fehlt? Ein Physiker. Also wenn man wieder, ich würde nicht permanent in so einem Team mitmachen wollen. Aber ich Nein, mal, vielleicht nur hin und wieder mal. Ja, also sprich mich mal an, wenn man wieder, also momentan hätte ich tatsächlich Covid-mäßig, würde ich es vermeiden, mich mit fremden Leuten irgendwie unnötigerweise, aber im Prinzip immer gerne. Nee, ja. Wir haben auch die Auszeit im Moment bis Februar, dass wir gar nichts machen. Also wenn ihr das tatsächlich macht, möchte ich bitte gerne nochmal exklusiv da eine Folge dazu machen, hier im Live-Gespräch. Die könnt ihr danach fürs YouTube dann, ich lade euch das aus Twitch dann runter, dann könnt ihr sie bei YouTube. Aber diese Auswertung des Ausflugs mit Holm-Gero Himmler. Ich setz mir eine GoPro auf, keine Sorge. Ja, genau. Und ich will aber, dann du. Ich würde gleich einen Aspekt noch ansprechen, wenn jetzt Leute denken, das finde ich spannend, ich will das auch mal machen, eine paranormale Untersuchung, vielleicht irgendein leerstehendes Gebäude. Leerstehende Gebäude haben immer irgendwie Verwaltungen und Leute, wo man anfragen sollte. Bitte geht nicht auf eigene Faust in irgendwelche Häuser rein. Wir haben in Bad Pyrmont, wo ich herkomme, relativ in der Nähe von meinem Elternhaus eine leerstehende Klinik, die in den 90ern mal Hals über Kopf verlassen werden musste, sodass wirklich alles noch da ist. Also ich glaube, Lebensmittel in den Schränken, auf jeden Fall Akten. Jetzt nicht mehr, aber damals verlassen werden musste.
ja, verlassen werden musste. War da irgendwas finanziell? Nein, da war irgendwas Finanzielles, keine Ahnung. Mhm. Ist irgendwie pleite gegangen, weiß der Geier was. Irgendwie mussten alle raus. Und das Ding steht jetzt halt leer. Und da war schon so oft der Fall, dass da irgendwie Randale war, dass Leute irgendwie da Feuer gelegt haben. Mhm. Weiß der Geier was. Also sowas bitte, bitte nicht machen, sondern vernünftig anfragen, einen Termin machen und dann in so ein Gebäude reingehen und irgendwie das tun, was man tun möchte. Und das macht ihr, Tom, ja natürlich genauso, dass ihr dann natürlich vorher Bescheid sagt. Wobei, da ist das, das eine Problem sind Ghost Hunter, das andere, ich erinnere mich da, wo ich zur Schule gegangen bin, da war eine alte Zuckerfabrik, da wurden immer ganz gerne mal Techno-Partys in den Silos gefeiert. Also ja, gut. Bei der Gelegenheit. Hab damit natürlich nie was zu tun. Nein, nein, natürlich nicht. Der parahormale Effekt. Parahormal. Naja, da geht irgendwas. Bernd. Ich kurz anknüpfend an Alexa, wenn Tom mir das verzeiht, also man kann auch begleitete Ghost Hunter Touren machen. Mit denen war ich einige Male unterwegs. Es gibt eine Webseite, die heißt spuknacht.com und das ist quasi eine Ghost Hunter Gruppe, die bieten geführte so Ghost Huntings auf alten Schlössern an. Das kostet ein bisschen was. Es gibt übrigens auch eine Halloween-Veranstaltung nächsten Samstag. Die ist auf Schloss Eck bei Deggendorf in Niederbayern. Ist auch garantiert nichts Fake dabei. Nein, nein. Nein, da ist kein Fake dabei. Du arbeitest aber damit. Ja, natürlich. Nein, aber es ist definitiv nicht gefaked. Also ich war einige Male dabei. Die machen wirklich nur das. Und wenn die ganze Nacht nichts passiert, dann passiert halt nichts. Also ist halt so. Ist schon mal was passiert? Also ich war mal mit in so einer Nacht auf Schloss Fürsteneck, das ist bei Passau. Das war so sehr interessant für mich. Früher hatte eine Brauerei, als es noch keine Kühlräume gab, gab es dort einen Eiskeller. Hm. Der befindet sich in diesem Schloss. Und zu dieser Tour gehört, dass wenn man das will, kann man sich einfach mal eine Stunde in diesen Eiskeller stellen. Und das ist wirklich komplett absolut stockfinster. Man sieht keinen einzigen Millimeter weit. Es ist, als wenn die Dunkelheit einem erdrücken würde. Mensch, Alexa, wir zwei. Ja, ich notiere schon fleißig. Und da gibt es auch Videos bei YouTube dazu, die heißen auch Allein im Eiskeller. Da kann man das bei YouTube sich mal anschauen. Also sowas kann man zum Beispiel mit denen machen. Und ich glaube, da gibt es einen psychologischen Effekt. Das weiß Alexander oder Lydia allerdings. Das nennt sich sensorische Deprivation. Das heißt, wenn man von allen äußeren Sinnesreizen getrennt ist, also wenn man eine Stunde lang einfach nur ins Stockfinstere schaut, fängt das Gehirn natürlich automatisch an, Bilder zu erzeugen, um sich irgendwie zu beschäftigen. Und deswegen kann das schon sein, dass man da ganz seltsame Dinge sieht, aber die sind halt nicht wirklich da. Schaut euch mal, wenn dann natürlich noch ein Luftzug dazu kommt. Es gibt diese schöne Untersuchung von Richard Wiseman im Edinburgh Castle, wo sie halt Leute auch in einen dunklen, wirklich dunklen Raum gesetzt haben. Genau. Und dann festgestellt haben, dass also die Spukwahrnehmungen sehr stark damit zusammenhängen, ob da gerade Luft durch diesen Raum zog. Wenn das halt die einzige Wahrnehmung ist, die du noch hast, dass es plötzlich kühl wird, dann... Ja. Und Kältebrücken sind auch was Spannendes. Du gehst in einen Raum, setzt dich irgendwo hin, setzt dich zwei Ecken weiter und plötzlich wird dir der Hintern kalt und sagst, und das ist ja wirklich etwas, was baulich zu erklären ist. Tom, du hast gerade gemeldet. Ja, ich würde gerne noch etwas zu Stimmenphänomenen sagen. Unbedingt. Es gibt seit ein paar Jahren neues Equipment auf dem Markt, mit dem Live-Kommunikation vollzogen werden kann. Das nennt sich das Portal. Das ist so ein Kasten, der so groß ist ungefähr. Kostet damals $3,000 bis $4,000. Wurde von einem Amerikaner gebaut und damit kannst du Live-Kommunikation führen. Mit einem Geist, oder? Mit einem Geist. Ach. Du musst dazu aber noch so ein Empfangsgerät haben, wie eine Spiritbox zum Beispiel. Oder eine App. Das ist Steve Huff, ist der Erbauer, Huff Paranormal. Der hat jetzt zum Beispiel am 23. Oktober? Am 20. Oktober ist James Randi gestorben. Und am 23. Oktober hat er ein Video online gestellt, wo er Kontakt mit James Randi aufgenommen hat und auch Antworten erhielt. Natürlich. Ich finde, diese Geräte arbeiten in erster Linie mit Datenbanken. Du hast mittlerweile viel Equipment auf dem Ghost Hunter Markt, was mit Datenbanken arbeitet. Die sind irgendwie programmiert, dass sie mit Random-Funktionen oder wie auch immer Sachen auswerfen, die natürlich passend zu der Thematik sind. Hm. Und man geht dann davon aus, dass dann halt das Antworten von echten Geistern sind. Meine Fresse.
Und das ist auch noch so etwas, wo ich wirklich sagen muss, dass man da gehörig aufpassen muss. Ja. Also Tom, du hattest ja im Podcast mit Hoaxilla damals auch noch so eine App erwähnt, die irgendwie ganz automatisch schon die Worte ausspuckt und alles schon gemessen hat. Das ist ja praktisch. Das fand ich schon echt skurril, muss ich sagen. Muss man ja gar nichts mehr machen. Ja, so ungefähr, ja. Habe ich das damals gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben irgendwie über eine Ghost-Hunting-App oder so. Nee, ja, genau. Apps waren da damals, glaube ich, noch gar nicht. Da haben wir über die Swivelbox, glaube ich, geredet. Vielleicht war es das. Ja. Nee, also, du sagst, da gäbe es so eine App, die irgendwie die Worte. Ja, stimmt, die Echobox. Ja, ja, stimmt. Der Ovilus, ja. Ach, der Ovilus. Der wirft Sachen aus, je nachdem, welche Parameter gerade zusammen, ob Luftdruck zusammenkommt, Temperatur und so weiter, dann wirft er irgendwelche Worte aus. Natürlich auf Englisch. Also die deutschen Geister sprechen dann alle Englisch. Ja, also natürlich immer aus dem Mittelalter. Was wir da jetzt natürlich haben, also mit James Randi, du hast auch angedeutet, dass der auch mit Eddie Van Halen aufgenommen hat. Der hat auch eine Woche mit Eddie Van Halen Kontakt aufgenommen hat und Eddie Van Halen hat eine Botschaft für die Verstorbene, für die Witwe da gehabt und so weiter. Genau, ja. Wer sich für sowas interessiert, also das schaust du dir ja gerade an. Du hast ja auch einen Podcast, jetzt können wir mal einmal sagen, wo man sich das nochmal ausführlicher anhören kann. Tom, sag nochmal gerade einen Podcast. Ich habe einen eigenen Podcast, Tom's Talk Mystery bei YouTube. Langsam, genau. Tom's Talk Mystery bei YouTube. Okay. Ja, genau. Kann man den auch über Podcatcher einfach nur hören oder ist das nur als Video da? Ich habe jetzt angefangen, die Sachen bei SoundCloud langsam einzuspielen, aber im Moment als Video nur. Okay, gut. Stehen eigentlich die Geisterjäger, die Community, von der du ja sagst, dass sie auch durchaus teilweise ihre Differenzen zu haben scheint. Wie stehen die eigentlich zu den Freiburger Parapsychologen, die ja gerade schon erwähnt wurden? Also unter anderem Herr von Lukadu. Kritisch. Also ich will sagen, sie möchten, ja, weil du musst bedenken, dass viele Ghost Hunter Teams auch mit Medien zusammenarbeiten. Also mit Medium. Ah. Und also Medium genau ist ein was für alle? Ein hellsichtiges Wesen, wollte ich schon sagen, Wesen. angeblich hellsichtige Person. Ja, die Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen kann. Okay. Und es wird so viel Schmu auch damit betrieben in dieser Szene damit. Und es gibt sehr viele Teams, die mit solchen Medien zusammenarbeiten. Entweder sind die persönlich anwesend oder mit dem Telefon zugeschaltet. Wobei sie dann manchmal auch Dämonen feststellen. Gerade in Köln hatten wir vor ein paar Jahren einen Fall, da mussten dann die Familie um das Haus, Wohnhaus herum Salzkreis streuen und so weiter. Ja. Genau, also ich will mal einmal noch andeuten, also Holm hat es ja schon angesprochen, das klingt jetzt alles ganz lauschig und die Ghost Hunter sind alle super und wenn du Probleme hast, dann rufst du Tom an, morgens um 3 und dann redest du eine Stunde mit dir und dann geht es dir besser. Die Realität ist natürlich eine andere. Wir haben hier Menschen, das mache ich jetzt mal, Tom, dann machst du dich nicht unbeliebt. Wir haben Menschen, die natürlich nach Aufmerksamkeit gieren, die stattfinden wollen. Das erleben wir zunehmend über YouTube-Channel, das, was Lydia beschreibt, wo wir voll auf Mustererkennung gehen, wo auf Effekthascherei gegangen wird. Zum Teil, weil die technischen Möglichkeiten das ja auch hergeben, dass auch durchaus sehr reißerisch auch geschnitten und aufbereitet ist. Das können wir heutzutage alle relativ einfach. Also jedes Handy nimmt ja schon 4K-Videos auf. Das ist also gar nicht mehr so schwierig, sowas dann passiert so tun. Und dann, du hast den Salzkreis angesprochen, gibt es natürlich auch Teams. Also das, was Bernd beschreibt, ist natürlich eine Methode, sagen wir mal, seriös Geld zu verdienen. Zu sagen, Mensch, wir haben ja Kontakt mit Locations und wir gehen da mit euch rein und verdienen da ein paar Euro mit. Ja. Das hat sowas von Event-Tourismus, sage ich jetzt vielleicht mal. Das kann man ja auch machen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann sagen, du hast einen Dämon bei dir zu Hause und wir haben hier ein bestimmtes Salz, was du kaufen kannst. Und wenn du dieses Salz um dein Haus streust, dann bist du geschützt und die vertreiben dann dieses Salz. Und da hört es dann natürlich auf und dann sind wir bei dem, was Holm so angedeutet hat, da muss man sehr, sehr kritisch sein, da muss man aufpassen, weil wir hier auch unabhängig von, sagen wir mal, Aufmerksamkeitsheischerei, also ein Prominenter stirbt und 3 Tage später habe ich dann irgendwelche technischen Geräte und kann mit denen reden, wo, sagen wir mal, Menschen, die vulnerabel sind, die empfindlich sind oder empfänglich sind, dann plötzlich betrogen werden, im Grunde genommen, wo es um Geld geht. Und das ist natürlich eine Schattenseite. Und wenn man sich dieser Serie Tabs, das kann man sich bei YouTube auch angucken, ich glaube, da gibt es ganze Folgen, aber auch zumindest Trailer dieser Serie anschaut, der Grundgedanke vieler Ghost Hunting Teams, hat man zumindest den Eindruck, ist, wir wollen auch eine Serie haben, wo wir mit SUVs vorfahren, wo wir Jacken anhaben, die so aussehen wie FBI-Jacken.
packen, wo wir als Team hinkommen, wo wir silberne Equipment-Koffer haben, die hinten rausgenommen werden und wir haben 3 Kamerateams, die mit einer Steadicam um uns rumfahren und am Ende jeder paranormalen Untersuchung, die wir durchführen, gibt es irgendein Phänomen. Und nicht nur irgendeins, es gibt haufenweise Phänomene. Oder haufenweise, ja, genau. Und das ist natürlich die Schattenseiten. Und, ja, und sich an Kriminalfälle anzuhören. Dieses Crossover mit den Kriminalfällen finde ich echt haarsträubend. Also ich habe für die ein Wort, das sind die geil gefunden werden Woller. Die gibt es nämlich in jedem Bereich, egal ob das Sport ist oder also Kampfsport ist das auch ganz dick. Und egal was, Motocross, es ist völlig egal, name it, they have it. Die geil gefunden werden Woller, die sind überall. Und natürlich ist es dann gerade beim Ghost Hunting, ist es völlig klar, da gibt es dann, also da werden halt alle Klischees natürlich bedient, ja. Die Auspacksequenz zu wahnsinniger Musik. Es ist völlig klar, was da passiert. Das kann ich jetzt schon, ich könnte es jetzt einfach drehen. nach Vorlage, nach Blaupause. Und ich, das ist also etwas, ich verachte weniges so sehr wie das, wenn Leute einfach nur geil gefunden werden wollen mit dem Scheiß, den sie machen. Und es, dabei es hat dann uns auch noch doch tatsächlich jemand, mit wo du die Kampfkünstler erwähnt hast, mit Joe Rogan verglichen im Interview. Ja, aber, aber aus da machst du doch ein bisschen empfindlich. Also da geht es um Reichweite und Beliebtheit und Konsum und nicht, dass er halt manchmal Unsinn zulässt. Und Joe Rogan hat irgendwie weit über 100.000 Follower. Das ist eben. Richtig, aber also wir um wurden die Reichweite wir Podcasting. Ja. Wir wurden in einem anderen Feld. Aber Joe Rogan würde ich definitiv in die Kategorie geil gefunden werden Woller zählen. Ja, definitiv. Ja. Ich auch. Ich bin auch ein geil gefunden werden Woller. Ich mach's halt nur anders. Also ich glaube, keiner von uns ist da komplett frei von, weil ich meine, sonst würden wir unsere Fresse hier nicht jetzt irgendwie bei Twitch reinhalten. Jenseits von allen Aufklärungswillen, den hier jeder von uns hat, sind wir schon letztlich auch Leute, die das gerne machen. Ja, also ich meine, sonst wären wir jetzt nicht da. Aber wenn das auf Kosten von anderen Menschen passiert und nicht, um Leute zu informieren oder zu unterhalten oder ihnen sonst irgendwas zu geben mit dem, was wir machen, das ist widerlich. Wenn man das Tom, ich wollte gerade sagen, dieses Gespräch hatte ich kürzlich mit meiner Lektorin. Was? Ich werde jetzt die Details hier nicht erwähnen, Holm war auch involviert. Okay. Ich deute es nur vorsichtig an. Nein. Und tatsächlich habe ich ihr versucht mitzuteilen, dass man entweder versuchen kann, um jeden Preis bekannt zu sein oder man kann versuchen, selektiv das zu tun, wo man auf dem Sterbebett sagt, es war das Richtige. Ja. So, das nennt man Integrität, eins meiner Lieblingsworte. Und dass ich persönlich der Meinung bin, Integrität kann man verbinden damit, dass man auch gerne Öffentlichkeitsarbeit macht oder eben stattdessen das zu tun, was wir gerade hier kritisieren, nämlich zum Beispiel Trauernde oder Menschen, die vulnerabel sind, vorführen oder schädigen, einfach nur um eine Show abzuziehen, was das Gegenteil ist. Man kann also eine Art Performance zum Guten oder zum Schlechten nutzen. Ja. Und ich denke, wir sind uns hier alle einig, dass wir Wissenschaftskommunikation machen, weil wir gerne öffentlich was machen, was aber dann auch einen Sinn hat, wo wir zurückblicken können irgendwann mal und sagen, wir haben vielleicht was Nützliches getan mit Wissensvermittlung. Und umso mehr sind wir ja kritisch gegenüber den Menschen, die halt dann auch noch schädigen, indem sie beispielsweise bewusst oder halbbewusst Unwahrheiten verbreiten, die vielleicht tatsächlich Menschen schaden. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied, würde ich denken. Definitiv. Aber Lydia, was sagst du denn dazu, wenn ein Medium einer jungen Familie erzählt, dass ihre Kleinkinder durch Dämonen gestorben sind und denen dann irgendwelche Sachen verkaufen? Ja, was denkt man dazu? Ah, ja. Ich hoffe, wir können sie mal im Wuchtblock thematisieren. Ich habe wieso auch immer dieses Händchen, dass ich auf solche Fälle stoße. Ja, komisch eigentlich, ne? Es wäre aber wichtig, das auch zu thematisieren, und nämlich Leute, die potenziell Opfer werden können von solchen Maschen. Um die aufzuklären. Das haben wir damals mit den Hellsehern gemacht, um zu sagen, Leute, bitte, Vorsicht. Das ist der Punkt. Also wenn jemand sich einen Ghost Hunter sucht und da anruft, heißt das nicht, dass er zwangsläufig nachts um 3 jemanden am Telefon hat, der eine Dreiviertelstunde rational mit ihm diskutiert und versucht ihm klarzumachen, dass diese Situation jetzt gerade nicht gefährlich ist. Ghost Hunter auch andere Leute. Es passiert nicht nur einmal, dass jemand um 3 Uhr an mich hat. Schon mal jemand um 3 Uhr. Aber das war ein junger Mann aus Dortmund, der hat mir erzählt, was soll er denn machen, weil nachts stand plötzlich die Oma aus dem 3. Stock vor ihm mit einer Waffe in der Hand. Mhm. Als Geist jetzt? Gesagt, oder die nein, Oma? Die lebte da. Was hat das mit Ghost Hunting zu tun? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ja, der verstorbene Ehemann hat sie jetzt wahrscheinlich in sie gefahren und sie jetzt dahin geschickt, um ihn umzubringen. Da habe ich gesagt, Junge, ruf die Polizei. Ja, warum? Die Polizei erschießt die doch.
Ja. Und ja, möglicherweise. Er schießt sie aber auch dich. Schräg. Oh Gott. Also das, du ja, hast gut. halt auch manchmal solche. Also hier aber schreibt, sag mal, Tom, würde ja, ja? Ganz kurz, Doroxima schreibt, sind solche Salze oder Online-Shops, die Orgonite und gegen Chemtrails für 1000 Euro verkaufen, Dinge, die ich dem Verbraucherschutz melden kann? Bringt das was? Finde ich eine interessante Frage. Das ist die Frage, wie die Produkte beworben werden. Und meist ist es so, dass diese Shops in der Produktbeschreibung dessen, was sie tun, so schwammig und so offen formuliert sind, weil man ja auch genau weiß, dass es sowas wie Konsumentenschutz gibt, dass das meist nicht funktioniert. Wer meint, so einen Shop identifiziert zu haben, kann sich gerne an den Konsumentenbund wenden. Deutscher Konsumentenbund, das ist so die Verbraucherschutzorganisation, die am ehesten in dem Bereich aktiv wird. Ja. Und sich auch auskennt. Und die okay. können dann auch schon anhand der Angebote prüfen, ob sich das lohnt, dagegen vorzugehen. Aber wie gesagt, da sind schwierig. Viele Schwurbelläden sehr, sehr schlau ja. in dem, was sie ankündigen. Genauso wie Holocaust-Leugner und solche Leute, die ganz genau wissen, was sie nicht sagen. Im Gegensatz zu Kaspar David Niedlich, dem alles egal ist, der schreibt zum Beispiel, ich kaufe nur Hümmler-Salze. Homöopathische Hümmler-Salze, ja, ich sehe es auch gerade, ja. Ich habe ausnahmsweise mal den Fehler gemacht, den Chat offen zu haben. Ja, solltest du nicht tun. Wenn Kaspar David Niedlich alle seine Filter aufmacht, da kommen Sachen raus. Meine homöopathisch, oh Gott, es hört nicht auf. Okay, ja, jetzt. Eine Frage noch an Tom unbedingt. Nämlich. Tom sagte gerade ja dieses Extrembeispiel, wo wir, glaube ich, alle entsetzt sind, wenn Menschen solche Dinge eingeredet werden. Gibt es dann von euch den Versuch, dagegen zu wirken mit Aufklärung oder das zu thematisieren, auch solche wirklich schlimmen Schattenseiten dieser Branche? Ich weiß nicht, Alexa hat das, glaube ich, damals mitbekommen und auch Sebastian Bartoschek. Ich habe damals, es war ein Team aus dem hessischen Raum, das in Köln aktiv war, bei dieser, auch bei der einen Familie, wo auch dieses Medium zu, das mit der Familie mit den Kindern erzählt hatte. Ich habe versucht, das aufzuklären. Ich habe das öffentlich gemacht. Mhm. Ich wurde wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, Shitstorm. Du hast da so viele Opportunisten in dieser Szene drin, die alle nur danach gucken, wo sie das Beste rausziehen können. Und das, und ja, ich war sogar damals bei der Sekteninfo, weil ich auf so ein also ein richtiges Netzwerk gestoßen bin von Medien, Geistheilern, Esoterikern, die den Leuten reihenweise die Leute nacheinander wohin weitervermittelt haben, auch zu Ghost Huntern und so weiter. Es ist, ich habe versucht, es aufzudecken, aber die Klienten sind dann reihenweise eingeschüchtert worden. Boah, ist das furchtbar. Also das auch etwas, wo man Aufklärung betreiben muss, was ja auch Teilaspekte sind von dem, was ja auch wir in der GWUP machen, solche Dinge zu thematisieren, damit die Leute auch mitkriegen, was da nicht okay ist, ja. Im besten Fall. Du weißt es ja, als Außenstehender weißt du es ja nicht, an wen du gerätst. Ja, genau. Ja. Ich hätte in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, Tom. Also dieses Ghost Hunting Buch und vor allen Dingen auch die Vorarbeit dazu, das ist ja jetzt wirklich schon, also mindestens 7 Jahre her. Findest du, dass die Szene sich in den letzten Jahren nochmal verändert hat? Also ich selber habe mich aus dieser Szene vor etwa 4-5 Jahren rausgezogen, mich und mein Team, weil ich damit nicht mehr viel zu tun hatte. Ich würde sagen, es sind viele drunter, die nur noch auf Views und Klicks und Auftritten im Fernsehen gehen und nicht mehr das seriöse Ghost Hunting so im Vordergrund steht. Viele sagen, ja, wir arbeiten auch rational, aber das Rationale fehlt bei so einigen. Es gibt 2-3 Teams, würde ich sagen, ja, mit denen arbeite ich auch gerne zusammen, aber mit dem Rest möchte ich nichts zu tun haben. Also gibt es tatsächlich noch andere Teams, die so sind wie ihr? Ja, es gibt in Berlin zum Beispiel ein Team. Magst du die nennen? Oder ist es? Das heißt BVP, Berliner Verbindung für Paranormales oder so ähnlich. Okay, und wo gibt es noch welche? Ich meine, im Frankfurter Raum ist noch eins. Okay. Namen weiß ich jetzt nicht gerade. Okay, aber es gibt sie. Also nicht alle Hessen sind schlimm. Nein, natürlich nicht. Viele sind halt durch diese Fernsehserien, auch die jetzt mit, und die holen sich dann diesen K2, dann eine Spiritbox und meinen dann darüber einfach Geister finden zu können und dann damit auch noch Hausbesuche zu machen oder mit Erzengel Michael zu reden bei den Untersuchungen und so. Also das Problem ist, glaube ich, auch, dass vielleicht ein paar bewusst lügen, möchte ich sagen, aber wahrscheinlich viele auch eher sich selbst manipulieren und sich vielleicht auch reinsteigern in Teile von dem, was sie glauben wollen. Klar. Ja, aber auch falsch informiert sind.
Ja, oder ja, es informiert ist ja dann informiert. Es ist ein Grundwissen. Ja. Okay, wobei ich mir denke, wenn du sowas machst, dann musst du ja wohl dich damit beschäftigen, auch mit den Alternativerklärungen, sollte man vermuten, dass man das macht. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, wenn du ein Ghost Hunting Team gründen möchtest, was machst du? Du guckst Tabs, dann guckst du andere YouTube-Videos und sagst, ja, das will ich auch machen, das ist doch super, das mache ich jetzt auch. Und dann ist es ja nicht so, dass du anfängst, mal einen Physiker zu fragen oder einen Elektrotechniker. Was dagegen spricht, nein, das will niemand wissen. Ja, also wenn jetzt, dann sehe ich aber... auch diese psychologischen Aspekte mit der Besonderheit, das war bei diesen Crime, wir decken Pseudo-Kriminalfälle mit Geister-Channeling auf, dass die irgendwie glauben, sie wären dann irgendwie was Besonderes und fühlen sich dann auch verbunden, vermeintlich mit dem Jenseits. Und ich glaube, da ist viel Selbstsuggestion dabei mit Selbstwerterhöhung und allem anderen. Ne? Ja, klar. Oh Mann. Und was wir auch nicht erwähnt haben, vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wir können nochmal ein bisschen über paranormale Untersuchungen, diese Dinge nochmal demnächst nochmal irgendwann hier reden, aber was ihr auch macht, Tom, natürlich, wenn ihr den Eindruck habt, dass das jemand ist, der eher ein psychisches Problem hat, dann weist ihr auch darauf hin und versucht da auch dazu nach Hilfe zu vermitteln. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die nicht durch Deprivation von sensorischen Input dann Halluzinationen bekommen, sondern es gibt ja auch einen Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich krank Halluzinationen sind. Haben. Ja. Und da habe ich ja Gott sei Dank im Sebastian Bartoschek einen guten Ansprechpartner. Genau. Weil er aus Herne ist wie in Wuppertal. Wir haben ihn auch schon zweimal dabei gehabt und ich habe mit ihm zusammen letztes Jahr im Januar einen Podcast gemacht über die Gefahren des Ghost Huntings. Ist vielleicht auch mal interessant, mal reinzuhören. Und zu dem Geister, der letzte Satz von mir. Ich bin darauf gestoßen, gestern Abend, kein Witz jetzt, dass es auf Netflix eine Serie gibt, Spuk in Bly Manor, heißt die auf Deutsch. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das kenne ich. Und zwar, ich empfehle hier das Original von 1961. Das heißt Schloss des Schreckens und war mein Lieblingshorrorfilm irgendwann, als ich ein Kind war. Lief auf Dreisat damals, hatte ich auf VHS mitgeschnitten. Ja, ich habe das wirklich im Dreisat-Nachtprogramm aufgenommen. Und das war ein sehr schöner Geisterfilm, der auch zu Halloween passt. Von 1961, die Verfilmung ist echt gut. Ich habe die Serie angefangen, die war mir zu unheimlich. Konnte ich leider nicht. Ich wollte gerade wieder sofort den Bogen zu Alexa schlagen und gesagt habe, das ist nichts für uns. Nein. Und Lydia, noch ein kurzer Tipp für mich. Für dich. Ja. Google mal bei YouTube Geisterdetektiv und Rebecca Reisch oder Reusch. Oh mein Gott, ich hab's befürchtet. Oh nein. Was? Wieso? Ich kenne den Fall. Ja, ich meine, ich weiß, welcher Fall es ist. Ist der gleiche wie Tristan, die gleiche Gruppe. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben kann, aber vielleicht. Ich würde es nicht. Okay, jetzt hier einfach irgendwie was angerissen. Was ist das Problem dabei? Das ist ja die Dame, die verschwunden ist. Und wusste ich nicht. Also ich Teenager oder irgendwie sowas. Ja. Eine junge Dame verschwand. Es steht die Vermutung im Raum, sie könnte Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein. Und offensichtlich denken diejenigen, die diese Produktion hier gemacht haben, sie hätten wohl mit ihrem Geist gesprochen, würde ich mal vermuten. Ne? Okay. Ja. Oh Gott. Was sozusagen für die Angehörigen die Bestätigung wäre, dass es ein Tötungsdelikt ist. Es ist jetzt, also sie ist ja einfach nur verschwunden aktuell und dann werden natürlich Falschinformationen vermeldet. Wir haben so einen Fall mal gehabt in den Vereinigten Staaten, wo also auch eine junge Frau verschwunden war über, ich weiß nicht wie viele Jahre, und auch da waren es dann Medien-Ghost-Hunter, die gesagt haben, wir haben die Leiche gefunden, wir haben gesehen, wo die Leiche ist. Und interessanterweise hat dann die junge Dame, die tatsächlich bei ihrem Entführer gelebt hat, sehr krude Geschichte, aber genau das im Fernsehen gesehen. Genau, also ich habe sowohl das bei Lydia schon im Vortrag meine gehört, aber auch mal eine Doku darüber gesehen. Und ist dann über diese Fernsehsendung, in dem ein Medium gesessen hat und das beschrieben hat, dann darauf aufmerksam geworden, hat angerufen und hat gesagt, nee, da liege ich eben gerade nicht in diesem Gewässer an den Bahngleisen hinter den drei Hügeln, sondern ich sitze gerade hier und rufe sie gerade an und ich lebe noch. Also das war Sylvia Brown, der Fail. Also Sylvia Brown ist die Psychic-Dame, die jetzt inzwischen wohl nicht mehr lebt, und die hat diese mega falsche Aussage über Amanda Berry gemacht. Meine genau, Fresse. Amanda, genau, das ist dieser mega bekannte Fall, der größte Fail ever vielleicht. Meine Fresse. Ja. Also es gibt einen Film, den ich als Kind tatsächlich gesehen habe, was bestimmt ein Fehler war, da war ich noch viel zu klein. Ich habe den dann später irgendwie, als ich so 35 ungefähr war, nochmal geguckt, von Robert Wise, der Film The Haunting. Ist das Blut gefriert, ja. Ist das Blut gefriert? Nicht gesehen. Verstehe ich, Alexa? Das Tolle an dem Film ist, dass da eigentlich überhaupt keine... Also ich erinnere mich nicht, dass da irgendwelche Bluteffekte, irgendwas in sonstigen, so typische Horrorelemente, die man heute mit Horror unter anderem assoziiert sind, sondern es ist nur komplett psychologisch unangenehm, seltsam. Das ist viel schlimmer. Der Film hat mich sowas von schockiert. Ich ist der Film mit diesen Klopfgeräuschen und Schritten oder irgendwas? Ja, es ist, das sind all diese Dinge, ja. Bernd, du kennst den.
Ja, wo sich auch die Tür dann nach innen wölbt ja. und irgend so eine Kraft drückt dagegen. Genau, aber nichts ja. Schlimmes. Also aber nichts. Man sieht nichts, klar. Nee, nichts. Ist, ja, genau, und es ja. ist wirklich einer der bedrückendsten Horrorfilme, die ich jemals gesehen habe. Wirklich faszinierend, was in diesem Film nicht passiert letztendlich. Also wirklich ganz großartig. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich mal richtig in die Hose scheißen möchte. Das also, ja. ist halt so wie der erste Alien-Film, ne? Wo du im Grunde den ganzen Film über gar nichts siehst, aber die ganze Zeit Angst hast und dir in die Buchse machst. Das ja. ist ja genauso gemacht. Ja. Aber ich habe, also mit Blood and Gore habe ich kein Problem, aber überall, wo so wirklich so Spukphänomene und psychologische subtiler Horror, no. Nee, seltsamerweise bei mir andersrum. Ich kann mit Gore, Blutgeschichten gar nichts anfangen. Das finde ich einfach nur ekelhaft. Ja. Aber die psychologischen Horrorfilme, das geht eher noch. Wobei ich sie eigentlich sowieso alle meide, weil ich, das ist einfach nicht mein Ding. Apropos Blood and Gore, vielleicht um jetzt zum Schluss zu kommen, letzte Empfehlung am gut, wir haben jetzt überhaupt nicht über Halloween gesprochen. Indirekt schon. Keltenfest hin oder her. Am Samstag ist ja Halloween, Blood and Gore, was vielleicht wenige wissen. An diesem Samstag, am 31. Oktober, falls uns morgen kein Lockdown oder irgendwas dazwischen kommt, in sehr vielen Kinos läuft am Samstag als einmalige remasterte Wiederaufführung Dawn of the Dead von 1978. Also der Zombie-Film, der in diesem Kauf in dieser Shopping Mall spielt. Davon läuft die deutsche Remaster 4D-Version am Samstag in einigen oder vielen Großstadt-Kinos. 4D? Oder 4K oder so. Ja, ich glaube auch. 4D, das wäre beeindruckend auf eine Art. Genau. Also wer da mal Bock hat, kann mit mal... Mit Wind und Wasser. Ja, genau. Es gibt eine Webseite, wo man gucken kann, ob das vielleicht irgendwo in der Nähe ist. Also das wäre vielleicht unter den Umständen, die wir im Moment haben, das Beste, was man am Samstag mit vielleicht 10 Leuten verteilt in einem großen Kino noch machen kann. Oder das Schlechteste, je nachdem. Ja, genau. Zum Abschluss noch, gibt es noch weitere Buchempfehlungen, bevor wir jetzt uns alle in die Nacht frösteln? Das habe ich mir extra wegen Bernd gekauft. Oh, der Alpdruck sehe ich da, oder? Oh. Ist das nicht das Bild von dem Alp, der auf dem... Sex and the Paranormal, ja. Genau. Danke, Bernd. Sex and the Paranormal. Danke für diesen Hinweis. Danke dir, habe ich es dann kann man auch Halloween lesen, empfohlen von Bernd Harder. Und ich möchte noch mal Richard Wiseman zeigen. Also der hat Experimente gemacht, unter anderem in Hampton Court, also was wirklich ein Spukort ohne Ende sein soll. Wie da bitte? Hat er Leute Hampton durchgeschickt. Hampton Court ist ein Spukort? Schloss, ja, ein Königsschloss in Bayern. Ja. Echt? Das ist abgefahren, denn da habe ich mal gedreht. Oh, und was ist passiert? Und nichts gemerkt. Naja, das war schon deswegen. Jetzt macht das erst Sinn. Nein. Doch, warte mal, Moment. In Hampton Court haben wir gedreht und zwar habe ich mit Tanja Schumann zusammen ein Disney-Special gedreht und das Lustige war, dass der Bösewicht war Harry Weinfort. Es war so als Cameo am Schluss. Und es war tatsächlich so, es ging um eine Spukgeschichte. Da war dann auch ein Typ in der Mumie, im Mumienkostüm und so weiter. Und also es ging die ganze Zeit um Spuk. Das ist alles sehr, sehr lange her. Deswegen haben wir das da gedreht. Aber das ist einer der verspuktesten Orte in angeblich. Überhaupt. Angeblich. Und ja, ich wusste das nicht. Wie geil ist das? Ich muss das raussuchen. Meine Fresse. Okay, übrigens, Entschuldigung. Ja, weiter bitte. Können wir, also neben Richard Wiseman das Buch gibt es auch auf Deutsch. Gibt es auf Deutsch, wollte ich gesagt haben, genau. Ja. Und wir haben noch nicht über Infraschall gesprochen, auch das kann für Spuk erscheinen. Eine Riesennummer beim nächsten Halloween. Noch ein paar Bücher? Genau. Irgendjemand? Ach so, Tom, aus deiner Richtung? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen hast? Du hast auch okay. Alexander, du hattest aber noch den was? Podcast. Also ich würde an der Stelle jetzt nicht für Bücher, sondern für eine Internetseite und einen Podcast, also einen Blog und einen Podcast Werbung machen. Ich hatte die Hayley Stevens erwähnt. Die schreibt einen Blog namens Hayley is a Ghost in einem Wort. Man kann das auch unter dem Stichwort finden. Und sie ist bei Twitter. Einfach googeln, sie twittert auch, aber das tut es, glaube ich, als Hayley Stevens. Also sie ist eine, die wirklich aus der Ghost Hunter Szene kommt, zur Skeptikerin geworden ist, sehr kritisch mit der Ghost Hunter Szene umgeht, inzwischen auch sehr kritisch mit der Skeptiker Szene oder mit Teilen der Skeptiker Szene umgeht. Aha. Und sehr sehr
ihren eigenen Kopf hat und ich habe sie neulich mal wieder die Freude gehabt, sie zu interviewen. Das ist immer sehr, sehr schön. Also ganz schlauer Mensch mit starken Emotionen und starken Meinungen, aber die unheimlich viel auch über die britische Ghost-Hunting-Szene und über Geisterorte und so weiter weiß. Und die schreibt diese Seite, Hayley is a Ghost, und hat einen Podcast namens The Spooktator. Das Spooktator, das wird den Caspar David niedlich freuen. Spooktator.co.uk. Ghost Hunting, richtig. Hier, da haben wir es nochmal. Seite 55, Interview mit einer der Personen, die ich hier auch. Ghost Hunting auf Spurensuche im Jenseits. Okay, gibt es noch, ist erhältlich an den bekannten Verkaufsstellen. Genau, Bernd, wie schaut es bei dir aus? Mit Tom. Also, ja, auch übrigens, natürlich. Der da auch vorkommt. Was? Ja, stimmt. Ja, klar. Ja, klar. Bernd, da hatte sich unser Team gerade gebildet. Bernd, du hattest heute, Bernd, einen so einen Blog-Zusammenfassungsbeitrag gepostet, den. Also in der Ankündigung der heutigen Sendung im GBOP-Blog sind einige Links, wo es unter anderem auch um das Buch von Alexa geht, um Ghost Hunter-Gruppen, um Technomystizismus und alles Mögliche. Technomystizismus? Ja. Also das, worüber wir eben gesprochen haben, dass man meint, dass man mit solchen Geräten Geister beweisen könnte. Ich wusste nicht, dass das einen Namen Techno, hat, der... okay. Oder Lydia, du hattest schon ein paar Sachen hochgehalten. Gibt es noch irgendwas, was du vergessen hast? Ich hatte überlegt, ich glaube nicht. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal mit anderen Geister, Gruselfiguren oder was auch immer fortsetzen. Ich wollte noch an dieser Stelle erwähnen, hier ist ja noch ein netter kleiner Totenkopf zum Beispiel hier hinten. Sehe ich nicht. Jetzt sehe ich ihn aber gleich. Ja. Da ist er. Echte Leichenteile. Also, nee, eben nicht. Es gibt halt ein paar sehr verstörende Menschen, die mir sowas unterstellen, aber die sind auch sonst nicht ganz dicht, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall, das hier ist ein schönes Beispiel dafür, wie man halt mit etwas, was eigentlich Angst macht, Kunst macht. Und warum habe ich sowas zu Hause? Weil ich weiß, dass das Leben endlich ist und ich mir sage, hey, ich mache das Beste aus dem, was ich habe. Irgendwann geht alles wieder in die Natur zurück und wir sind halt ein Skelett und irgendwann sind wir nur noch Staub. Und ich will damit sagen, man kann das auch als Anreiz nehmen, um sich zu sagen, und bevor der Tod kommt, macht man noch was Sinnvolles. Und das ist meine Art, warum ich also eher positiv annehme, dass das Leben halt so begrenzt ist, wie es ist. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Mhm. Und wenn das für dich ein Anreiz ist, dir wirklich unfassbar hässliche Totenschädel in deinen Schrank zu stellen, dann... Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals in meinem Leben etwas gesehen habe, was ich mir weniger ins Regal stellen würde. Es sind Blumen drauf, für die, die es nicht sind. Blumen. Ja, ganz toll, Lydia. Es sind Blumen. Ich glaube, den kriegst du nicht an Tommy verkauft. Nein. Schade. Nein. Also, falls du jemals überlegen solltest, mir sowas zu schenken, lass es. Gut. Okay. Also, ja. Ja, okay, also vielen Dank. Das war eine gleichermaßen informative wie auch unterhaltsame Folge. Fand ich super. Genau so muss es sein. Manchmal sind wir mehr informativ, manchmal ist es sehr bedrückend, manchmal ist es auch sehr unterhaltsam. Ich kann natürlich jetzt den Tipp geben, wenn später das Ding als Podcast bei Hoaxilla rauskommt, nehmt es einfach mal auf oder ladet es runter und spielt es mal rückwärts ab. Ja. Und guck doch einfach mal, ob dann irgendwann sowas kommt wie, so, keine Ahnung, Bernd Hader ist der Teufel oder sowas. Ja, das kann sein. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass das alles Bullshit ist. Einfach zwei Stunden lang rückwärts irgendwelche Unsinn hatte. Es war ja auch vorwärts von zwei Stunden. Eben, man kann ja auch vorwärts. Ja. Rückwärts und dann einfach irgendeinen Text runterlegen. Und wer den nicht hört, der hat halt nicht richtig zugehört. Ja, genau. Ich glaube, so ist es eigentlich tatsächlich. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das hat auch den Leuten hier draußen sehr viel Spaß gemacht. Es wird sehr viel geklatscht und hahaha und hype, hype, hype geschrien. Geschrieben, meine ich. Also vielleicht schreien sie es auch, aber ich krieg's nicht. Genau. Hyper. Und es haben wirklich eine Menge Menschen heute zugeschaut. Wunderbar. Bitte folgt all diesen Menschen, die hier immer auch wieder vom Chatbot und von den Mods verteilt wurden mit ihren Links. Bitte folgt all diesen Menschen, schaut, was die machen. Damit helft ihr uns am meisten. Lasst ein Abo da, wenn ihr abonnieren könnt. Hört euch den Hoaxilla-Podcast an. Schaut alle Folgen, die Tom Pedal jemals veröffentlicht hat. Lest alle Beiträge von Quantenquark. Lest jeden Blogbeitrag und alle von Lydia Benikes Büchern. Kauft alle T-Shirts von Hoaxilla. Und wenn dann noch Zeit ist, dann bestellt ihr ein Buch von mir. Das müsst ihr gar nicht lesen, aber bestellt es einfach. Vielen herzlichen Dank. Ghost-Sitter-Folgen hören. Ghost-Sitter-Folgen natürlich, ja. Die muss man hören. Übrigens, apropos Ghost-Sitter.